Guten Abend. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Danke, dass Sie mir durch Ihre Anwesenheit jetzt zwar nicht mein Leben, aber immer meinen Lebensunterhalt finanzieren. Also es ist wirklich schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Nachdem Sie sich als Kabarettpublikum und Kabarettfans heute ja offensichtlich in einen Vortrag verirrt haben, bedarf es vielleicht am Anfang kurz noch ein paar einführender Worte. Wie es ja bei einem Vortrag so ist, unterteilen sich die Teilnehmenden bekanntlich in zwei Gruppen. Die Zuhörenden und den Vortragenden. Der Vortragende, das ist der hinter einem Rednerpult schutzsuchende, präpotente Sack, der glaubt, die Weisheit aber prinzipiell mit dem Löffel gefressen zu haben und aufgrund seines voreilenden Wissens über den Inhalt des Vortrags ja schon vom Start weg einen Mördervorsprung gegenüber den Zuhörenden hat und sich deswegen natürlich furchtbar überlegen und gut vorkommt. Das bin in dem Fall heute ich. Die Zuhörenden unterteilen sich selbst wieder in drei Gruppen. Erstens einmal die, für die der Inhalt des Vortrags nichts Neues ist. Das ist eigentlich alles selber auch schon lange gewusst haben. Das sind die Glücklichen. Weil sie ja in ihrer Entwicklung zumindest genauso weit sind wie der Vortragende und damit ebenbürtig, wenn nicht sogar vielleicht überlegen sind. Die zweite Gruppe der Zuhörenden, das sind all jene, die durch die Worte des Vortragenden plötzlich eine neue Sicht auf manche Dinge bekommen werden, wo das eine oder andere Gehörte dann auch zum Nachdenken anregt und vielleicht sogar in weiterer Folge einen Einfluss auf ihr Leben haben wird. Das sind die Gewinner des heutigen Abends. Die dritte Gruppe sind die anderen. Also, das ist der Rest. Also all jene, die sich so kurz gegen Ende des Vortrags noch einmal fragen werden, wo sie denn überhaupt stehen. Damit aber nicht sich meinen, sondern ihr Auto. Beim heutigen Vortrag handelt es sich um einen Dia-Vortrag, unschwer zu erkennen. Und zwar um einen Dia-Vortrag mit Bildern Ihrer Wahl. Wie das funktioniert, können wir vielleicht am Anfang zur Auflockerung vielleicht auch gleich einmal ausprobieren. Stellen Sie bitte vor, hier auf dieser Leinwand einen rosa Babyelefanten. So, wir haben Ihnen sehr viel Zeit gelassen für die wirklich sehr, sehr einfache Aufgabe. Wem das zu kompliziert war, wir können auch gerne was Einfaches nehmen. Stellen Sie bitte vor, auf der Leinwand, Ihre Wix-Vorlage. Das kann jetzt aktuell sein oder aus der Vergangenheit, das ist beides gültig. Falls es ohnehin ein rosa Babyelefant ist, dann schauen Sie ihn ganz einfach noch einmal an. Genießen Sie, was Sie sehen, denn in Kürze verschwindet diese Leinwand aus platztechnischen Gründen. Und ich würde Sie bitten, dass Sie alle die Schweinereien, die Sie ab jetzt gerne sehen wollen, ganz einfach auf Ihrer internen, wie sagt man so schön, Medienfestplatte da projizieren und Sie tut in aller Ruhe anschauen. Und falls Sie jetzt vielleicht der Meinung sind, dass ich deswegen ordinär bin oder ein Drecksau wegen dieser Wix-Vorlage und so, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nichts gesehen. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe mir in der Zwischenzeit erlaubt, mir sie alle nackt vorzustellen und ich möchte es eigentlich auch beibehalten. Ich hoffe, das stört Sie nicht, das ist relativ warm herinnen. Ja? Für Sie ist wurscht und mir gefällt es teilweise. Der Titel des heutigen Vortrags lautet, wie Sie ja dem Programmheft oder auch dem Plakat entnehmen durften, Ich durchgestrichen ein Leben. Das heißt also, es wird in den nächsten 100 Minuten nicht um mich gehen, weil ich ja durchgestrichen bin. Ihr Ich ist jetzt zwar noch nicht durchgestrichen, um Sie als Person jetzt aber auch nicht gehen. Also Sie brauchen sich in keinem Moment irgendwie angesprochen oder vielleicht gar angegriffen zu fühlen, denn das Thema des heutigen Abends, des Vortrages, ist das Leben. Das Leben im Allgemeinen, das Leben, das wir ja alle haben. Und genau das ist auch schon der erste Gedankenfehler. Und da habe ich jetzt gleich einmal eine Frage an Sie. Hat einer von euch noch ein Patzel Angst, dass er eines Tages sein Leben verlieren könnte? Sprechen wir jetzt für die anderen, oder was? Nein, Sie nicht? Die anderen schon? Sie sind natürlich ein kleiner Held. Naja, Sie fürchten weder Tod und Teufel. Aber in der Regel ist es so, dass man sich so ein bisschen davor ausscheißt. Nicht? Aber ich sage Ihnen jetzt was. Sie können das Leben nicht verlieren. Keine Angst davor. Das kann Ihnen nie passieren. Das geht schon rein technisch, nicht? Weil das würde ja bedeuten, dass Sie eines Tages Ihr Leben verlieren und Sie sind noch da.
Und das wäre wieder eine Situation, wo man was zum Ärgern hätte, nicht? Da geht was in das scheiß Lehm, das gibt's nicht, ich hab's am Vormittag noch gehabt, hört. Jetzt kann man wieder um ein Lehm kümmern, wo er nichts besser zu tun hat, nicht? Das wäre sehr unangenehm und ärgerlich, kann aber nicht passieren, ganz einfach deswegen, weil wir alle miteinander gar kein Leben haben, sondern ein Leben sind. Möglicherweise sogar ein ewiges, aber das ist ja noch nicht bewiesen. Das, was wir so gerne als unser Leben bezeichnen, entpuppt sich aber bei genauerer Betrachtung in Wirklichkeit nur als unsere Geschichte. Und die kann man jetzt, wenn man es mit was vergleichen will, vergleichen mit einem Sprung von einem Hochhaus. Der natürlich relativ lang dauert, so 80 Jahre im Schnitt. Da muss man sich jetzt bitte ein sehr, sehr hohes Hochhaus vorstellen. Oder sie fliegen langsam, das bleibt Ihnen überlassen. Ja? Das heißt also, es beginnt mit dem Absprung der Geburt. Das ist die Entscheidung zu springen und endet klarerweise batsch, boom, unten am Asphalt. Mit dem Tod. Wobei es schon sein kann, dass der eine oder andere schon dazwischen kurz einmal hängen bleibt, an einem offenen Fensterflügel zum Beispiel, dass sich auf einer Fahnenstange deppert aufspießt. Oder wenn es ganz, ganz blöd hergeht, am F der Immofinanz-Leuchtbuchstaben den Löffel abgibt. Oder dort zumindest einmal bewusstlos wieder in tiefer Ohnmacht vom Trottoir zertrümmert wird. Bei manchen setzt ja diese Form der Bewusstlosigkeit schon sehr, sehr früh ein. Und wenn ich jetzt früh sage, dann meine ich auch wirklich früh. Manche schlagen sich schon beim Absprung ja, an der Kanten vom Hochhaus so deppert den Schädel an, dass sie dann ohne jemals das Bewusstsein wiederzuerlangen, ohne sich gespürt zu haben, ja, dann irgendwann einmal geschieden werden. Also der Körper vom Geist durch den Gehsteig. Worum es aber heute Abend gehen wird, das ist das Leben, dass wir jetzt vollkommen unabhängig von dieser Geschichte sind, dass wir auch vollkommen unabhängig von unserem Verstand sind und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, was wir vollkommen unabhängig von unserem Ich sind. Da wäre auch ein wunderbarer Titel für den heutigen Vortrag gewesen, kein Ich, kein Problem. Das werden wahrscheinlich die 1,5 Buddhisten vielleicht grinsen, der Rest hingegen wird sich aber denken, Alter, was ist mit dem? Was wird denn das sein? Alter, auf was ist denn der drauf? Auf der Satire? Ich will nicht boxen, nicht, bitte. Ja, so ein Scheiß KI, ich bin ich, nicht? Was ist in mir, ich bin ich, ich bin ich, ich bin ich, mit mir bin ich. Okay, reden wir drüber. Überlegen Sie mal. Wenn Sie irgendwann zu sich sagen, ich bin ein fester Trottel und natürlich in der Situation hundertprozentig recht haben, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was da spricht? Was in Ihnen weiß, dass ich ein fester Trottel ist? Es ist das, was überbleibt, wenn Sie eines Tages Ihr Ich verlieren. Hat schon irgendjemand von Ihnen einmal das Ich verloren? Nur so nebenbei? Keine Mountainbiker, Extremskifahrer, Boxer, erinnern nichts, gar nichts? Ich kenne das. Ich bin Motorradfahrer und da passiert es fallweise, und das im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sich mal fest runterreißt, dass einmal batsch, boom, kurz der FI fällt. Der springt eh meistens gleich wieder rein, ein bisschen neu formatiert. Was war jetzt? Wo bin ich da jetzt? Fuck, das Motorrad schaut aus! Na, den hat es runtergehauen! Jetzt weiß ich gar nicht, wer bin ich? Und es ist weg! Das Ich! Ja. Kein Name, keine Geschichte, wuff, aber du bist da. Und in diesem Moment sind wir genau in dem Zustand, in dem wir alle schon einmal waren. Das ist nichts Neues, nur können wir uns nicht erinnern, weil es schon so lange her ist. Das war damals, wie wir hier als kleine Götter auf die Welt gekommen sind. Ja? Wir kennen alles, wir wissen alles, alle haben uns lieb. Ja? Und dann aber passiert diesem kleinen Gott etwas sehr Dramatisches, was wir so gerne als unser Leben bezeichnen, was aber nur unsere Geschichte ist. Und das macht aus dem kleinen Gott da drüben, auf der Seite noch ca. 80 Jahre, einen alten Trottel. Das holt man relativ schnell durch. Überlegen Sie nur, wenn dieser kleine Gott, wenn der das erste Mal in die Windel reinmacht, dann ist es ein Jahrhundertereignis. Das kann nicht wahr sein, bitte, ich glaub's nicht. Ein Wahnsinn, so ein Riesenhaufen. Es gibt ja gar nicht, was da reingeht, der Sieger, und steht wie ein Großer. Ja, da muss er lachen, der Sieger muss er da lachen, ja? 80 Jahre später, es ist noch immer dasselbe, ja? Reiß dich zusammen, bitte frisst nicht so viel, was es nicht mehr dauert zuerst. Häng genug vom Morsch aus, wie scherst. Was jetzt nicht heißen soll, dass das Leben zum Scheißen wäre. Das war nur als Beispiel gedacht, ja? Prinzipiell kann man jetzt mal davon ausgehen, dass alle hier Anwesenden leben.
Es sei denn, der eine oder andere ist vielleicht schon vor Hunger oder vor Schreck oder vor Begeisterung oder vielleicht gar vor Lachen gestorben. Wobei, so lustig war es bis jetzt eigentlich noch nicht. Wie jetzt auch nicht mehr. Das heißt, jetzt lachen sie noch. Das heißt, wir leben also alle. Aber wir leben alle natürlich in einer anderen Realität, weil jeder lebt ja sein Leben in seiner Welt. Und der moderne Mensch kann sich da viele Welten aussuchen. Ich meine nicht nur diese sogenannten virtuellen Welten, das geht auch in der Realität, wenn man so bezeichnen möchte. Vollkommen unabhängig vom Ort. Das geht sogar im Wald mittlerweile. Da ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob man jetzt ist ein Mountainbiker oder ein Jäger. Du bist zur selben Zeit, am selben Ort, aber doch ganz woanders, nämlich in einem sogenannten Paralleluniversum. Oder ein anderes Beispiel. Wenn Sie mit dem Auto auf einer Landstraße dahinfahren, dann ist die Geschwindigkeit, mit der Sie jetzt unterwegs sind, die einzige richtige, die man zu dem Zeitpunkt auf der Landstraße fahren kann. Gibt's keine andere. Und wenn jetzt einer von Ihnen dahinfährt, mit 7,6 km/h langsamer als Sie, ja, dann ist der Stepper zum Auto fahren, ja, ein Freund ist ja gar nicht ein alter Trottel, ein warmer, aber mit Sicherheit einmal eine Frau. Wenn Sie auf derselben Landstraße wieder mit derselben Geschwindigkeit dahin fahren und Sie werden von einem anderen Fahrzeug mit einem Geschwindigkeitsüberschuss von 7,6 km/h überholt, dann ist das eine verantwortungslose Drecksau, eine Gemeingefährdung, der ist ja auch gesoffen, dem geht der Führerschein weggenommen und der zieht einem jetzt ganz zum Unfall. Und jetzt würde Ihr Weltbild aber vollkommen ins Wanken kommen, wenn in dem an Ihnen vorbeifahrenden Fahrzeug zum Beispiel der Gary Kessler drin sitzt. Und auch jetzt, ja, wo wir definitiv ja zur selben Zeit am selben Ort sind, ist jeder von uns in einem ganz anderen Film. Gut, ich sowieso. Aber auch Sie. Weil ich bin halt nämlich wirklich in einem Film, lustigerweise. Nicht in einem Film, ich bin nur im Fernsehen. Das ist ja kein Film. Das ist nur Fernsehen. Das werden Sie dann rausschneiden. Dann sagen Sie, das gehen wir rausschneiden. Das machen wir nicht. Ich sage, thematisch geht das nicht. Aber Sie, wo Sie mich alle anschauen, ja, schauen wir alle an. Ja. Aber jeder von Ihnen sieht ganz was anderes. Ja. Einer schaut mich jetzt gerade an und denkt sich wahrscheinlich, wo der Wagennummer heißt. Ja. Ein anderer schaut mich an und denkt sich, naja, Krebs wahrscheinlich, nicht? Ein anderer schaut mich an und denkt sich, wer ist der Gary Kessler? Ein anderer schaut mich an und weiß natürlich, wer der Gary Kessler ist und sagt sich, na, den schauen wir mal an, wo mit der Wurm überholt. Na, den schauen wir an. Den schauen wir schon. Ein anderer. Ein anderer schaut jetzt vielleicht gerade meine bunten Turnschuhe an. Ja, jetzt gerade alle. Und Sie denken wahrscheinlich gerade, ich will nicht, dass der mich knockert sich. Aber das ist meine Realität und die können Sie nicht ändern. Da können Sie Ihre Handtasche drüber legen und die Füße übereinander schlagen. Das nutzt nichts. So viel Fantasie habe ich. Aber jetzt ganz egal. In welcher Realität sich das Individuum gerade befindet, so sind wir immer von Leben umgeben. Also manches ist für uns offensichtlich, wie wir wissen, wie zum Beispiel Tiere oder Pflanzen. Anderes wieder für unser Auge, als so bestes Sinnesorgan, was wir so anzubieten haben, nicht erkennbar, weil unser Auge nur ca. 8% all der Schwingungen, die sich so rund um uns befinden, in ein Bild umwandeln kann. Wobei das Auge wandelt gar nichts, das macht das Hirn in Wirklichkeit. Ja? Das heißt, 92% von dem, was da ist, das sehen wir nicht. Gut, manches riechen wir, unangenehmerweise. Manches hören wir, auch oft sehr unangenehmerweise. Mit 3 zum Beispiel. Aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir relativ scharfsauger sind. Und von diesen 8%, die wir zwar sehen könnten, gibt es auch noch sehr, sehr vieles, was wir zwar sehen könnten, aber nicht sehen wollen. Wie zum Beispiel die Wahrheit. Das heißt, wir haben definitiv die Gabe, Dinge, die da sind, nicht zu sehen. Zum Beispiel Mikroorganismen. Ne? Weiß ja jeder, die gibt es, aber gesehen hat es noch keiner. Außer halt die mit Feldstecker, die Spezialisten, die, aber sonst, ja. Dabei, das sind nicht wenig. Also in einer Handvoll Boden, und da meine ich jetzt nicht so einen Bretterboden, sondern ich meine einen Ackerboden, leben so viele Kleinstlebewesen, Bakterien, Mikroorganismen, wie dieser Planet Menschen beherbergt. Das sind einige Milliarden in einer Hand.
Man, das ist, ja, ist halt, ne, was soll ich machen? Ne, ist halt, ne, kann man auch nichts kaufen drum. Ne? Natürlich, aus unserer Sicht ist es das Leben von so einem Bakterium nicht spannend. Dafür ist es kurz. Geschissen muss ein fades, aber langes Leben. Gibt es auch Beispiele. Sogar sehr berühmte, der Ding da, der, na, sind sogar berühmte, da, na, bitte? Da heißt das. Nein, da haben Sie jetzt was verwechselt. Berühmt, nicht prominent, das ist ganz was anderes. Aber jetzt ist mir eingefallen, Mount Everest. Der Mount Everest, der zum Beispiel hat ein langes, so ein fades Leben, weil er selbst auch nichts davon hat, dass er der höchste Berg der Welt ist. Für ihn ist es vollkommen irrelevant. Der hätte sogar ein ruhigeres Leben, wenn er wahrscheinlich ein kleiner Hügel im Leitergebirge wäre. Dann hätte er so einige Beziehungen erspart und er wäre auch keine Müllhalde geworden. Also aus meiner Sicht ein sehr, sehr langes, fades Leben, das der arme Berg da hat. Jetzt kann man mir entgegenhalten, der Blödsinn, nicht, was der redet. Nicht? Haben Sie da schon nicht aufpasst, der Thüringer? Ein Berg lebt nicht, tote Materie, Steinehaufen, da lebt nichts. Nicht? Gut, okay, Ansichtssache. Es gab da schon einmal, muss ich dazu sagen, so Naturvölker, wie zum Beispiel diese Indianer und diese Aborigines, die ganzen Neger da halt, ja. Die zum Beispiel haben wirklich mit Bergen gesprochen. Ja, ja, für die war alles belebt, da war alles beseelt, ja, mit Wasser haben sie geredet, ins Feuer reingeschaut, haben dann mit Feuer irgendwelche Visionen gehabt und so, nicht? Ja, gut, nur Gott sei Dank leben wir in einer anderen Zeit, in der Zeit der Naturwissenschaft, in der Zeit der Technik, in der Zeit, wo wir alles wirklich im Griff haben und uns auskennen. Vor allem die Physik ist ganz, ganz weit, die Quantenphysik, die Quantenmechanik, durch ganz, ganz komplizierte Versuche, die uns einer nicht versteht, und durch ganz komplizierte Gleichungen, sind die jetzt draufgekommen, dass die Indianer eigentlich recht gehabt haben. Hätten wir es nur fragen brauchen statt anschlachten, aber wir haben es uns lieber ausgerechnet. Aber wie auch immer, wir sind jedenfalls von Leben umgeben. Und jetzt ganz egal, ob Tiere oder Pflanzen oder Berge, dieses Leben rund um uns hat eines gemeinsam. Es macht sich keine Gedanken über das Leben. Das lebt alles ganz einfach nur. Es gibt auf diesem Planeten eine einzige Spezies, nämlich den Homo sapiens. Das ist der weise Mensch, wo es ja schon vom Titel her eine komplette Themenverfüllung ist, wie man, glaube ich, wunderbar an sich selber jeden Tag beobachten kann. Und dieser weise Mensch hat nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag deppert über das Leben nachzudenken. Und diese Gedanken, das sind keine schönen Gedanken, das sind keine kreativen, keine schöpferischen Gedanken. Nein, das sind ziemliche Arschgedanken. Ja. Die drehen sich immer im Gras, immer dasselbe Blödsinn. Ja. Der Hass auf die Vergangenheit, Sorge um Hab und Gut, die Hoffnung, dass in einer Zukunft endlich einmal was anders wird. Da rennt's und rennt's. Wir haben eine lärmende Maschine im Kopf. Wer was einfällt. Kennt irgendjemand von Ihnen Verrückte? Oder hat schon Verrückte gesagt? Nicht sowas mit mir. Ich meine wirklich, hat der wirklich. In der U-Bahn, ab und zu trifft man sowas, nicht auf, weil sie weggesperrt sind, Gott sei Dank. Da sitzen dann welche und die reden. Ja. Ich meine jetzt nicht die. Angletscher. Aber ich meine jetzt, die ohne Gerät, der sitzt und redet, wie man allein auf der Welt war, nicht? Ja. Ach, scheiß Woche, wird wieder Arsch, das Wetter ist eh klar. Ja, ganze Woche brennt das Depot da, da man nicht frei hab, war ja ein Wunder. Seit Wochen sollte man es aufgeschrieben, das kann nicht sein, bitte. Ja, so. Ah, den erlogst du noch, wenn ich nicht erzähle. Ja, ich bin ein Trottel. Hui, wegen der Versicherung, das ist Depot. Ja, aber das sind eh Verbrecher, alles. Ich meine, jetzt, für was, ich möchte das auch eigentlich. Das geht nicht, halt, weiß nicht, gut, mit mir kann man es ja machen, das ist eh jetzt. Scheiß Größe drin spiegelt jetzt, jetzt muss ich aber weniger fressen, will ich jetzt auch nicht, das ist. Ja. Haben schon sowas erlebt, ja, Wahnsinn, gell? Der Unterschied zu Ihnen und dem Verrückten ist der, der sagt, Sie denken es Ihnen nur. Also es ist eigentlich nur eher ein Lautstärkenunterschied. Aber Gott sei Dank, und das ist das Tolle, haben wir dank unseres Verstandes die wunderbare Gabe, diese lärmende Maschine im Kopf auch wieder abzuschalten. Und zwar ganz einfach durch Meditation, was, glaube ich, jeder von Ihnen täglich praktiziert. Oh ja, Sie merken es vielleicht nicht. Das heißt, Sie kommen heim nach einem anstrengenden Arbeitstag, sind fixi fuchsi, dann den Ofen weg vom Sessel. Natürlich nicht, weil Sie hier keinen Ofen daheim haben. Ich bin ja der mit dem Ofen. Sie sind ja ohne Ofen. Nein, der hat auch keine Bedeutung. Das ist einfach Bob, mein Maskottchen. Hallo, grüß Gott. Einfach, weil es thematisch dazu passt und weil es so ein süßer Wuschelbär auch ist. Also Wuschelaffe in dem Fall. Ja. Das heißt, Sie kommen heim, setzen sich hin, ja.
finden die Mitte, wie man so schön sagt, ja, spüren den Fluss ihres Atems, ja, und irgendwann drücken sie dann den Knopf einer Fernbedienung. Und in dem Moment hört ihr Denken auf. Und jemand anderer übernimmt für sie das Denken, nämlich der da im Fernseher. Und irgendwann werden die Gedanken von dem da drin im Fernseher die eigenen Gedanken. Was vollkommen wurscht war, wenn sie dann am nächsten Tag einkaufen gehen oder wollen. Und weil jetzt dieses Denken auch so ansteckend ist, weil es braucht ja Energie, das muss in Betrieb gehalten werden, habe ich jetzt einen wunderbaren Vorschlag. Wir werden jetzt den Rest des Abends, so viel ist es eh nicht mehr, einfach damit verbringen, dass wir aufhören, über das Leben nachzudenken, weil das nichts ändert, das Nachdenken drüber. Wir werden ganz einfach in aller Stille gemeinsam nur mehr leben. Hast du Mikstock vielleicht, Technik, bitte? Ja, das waren so knapp 3 Sekunden. 3 Sekunden, also, siehst du, 3 Sekunden. Halten wir so aus, dass man sich denkt, nicht, Rettungsversuch, die leben nur, jetzt müssen wir irgendwas, weil sonst ist uns peinlich, nicht? Wir halten es nicht einmal 3 Sekunden aus, nur leben, mein Leben ist ein bisschen wenig, nur leben wir mal für das, soll ich nicht, nur deppert leben kann ich da haben, aber halt daher kann man weniger deppert leben, nicht? Aber glauben Sie mir jetzt bitte eines, irgendwie so ein Moment der Stille, wo einfach nichts ist, in dem aber sehr viel ist, in dem, wo nichts ist, ja, wäre nicht so unangenehm gewesen, wären sie ganz einfach ein bisschen früher gekommen waren, meine Herrschaften, ja. Nämlich vor 135.000 Jahren. Weil damals waren wir alle Neandertaler. Manche sind es noch immer. Ja, ich meine das aber nicht abwertend. Also ich bin stolz darauf, dass ich noch was vom Neandertaler jetzt in mir drin habe, also evolutionär. Natürlich, wir schauen anders aus, keine Frage. Wir sind jetzt schön rasiert, wir sind schön angezogen. Also, sie nicht. Ich schon, dem Anlass entsprechend zumindest, aber so weit weg, wie wir immer glauben, sind wir nicht vom Neandertaler. Also wann das viel ist, wird es sein, na lass mich schätzen, na ja, so viel. Und bitte Entschuldigung, das ist doch nicht viel, oder? Da kommt immer drauf ein Verhältnis zu was, nicht? Sagen wir mal zur Bühnenbreite, ja? Also, wenn ich jetzt behaupte, die Bühnenbreite hier, das wäre die Geschichte der Menschheit auf diesem Planeten. Das heißt, so da angefangen, nicht mit Adam und Eva, aber das sind wir uns eh schon einig, und wir sind jetzt hier, am Ende. Also da, wo es nicht mehr weitergeht, da sind wir jetzt, in der Neuzeit. Dieser tollen Zeit, wo es den Menschen auch noch nie so gut gegangen ist wie heute, muss man dazu sagen. Ja? Das ist nicht von mir der Satz, das hat ein sehr, sehr kluger Mann gesagt, und zwar der Chef von Nestle. Und der muss ja wissen, wenn man in der Schweiz sitzt, wie gut es einem da geht. Und weil es uns allen so gut geht, kann man das auch sehr schön beobachten. Man sieht ja fast nur mehr strahlende Menschen auf der Straße, stimmt's? Vielleicht, wenn sie heute im Stau zufällig da hergefahren sind, sind sie drin gesessen, fast erleuchtet, vor lauter Glückseligkeit, ja? Und diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist jetzt im Verhältnis zur Geschichte der Menschheit wahrscheinlich so brat wie, na ja, weiß nicht, so wie das, weiß nicht, ob man das sieht, oder ist so brat wie das, Alter, das ist, sagen wir, bedeutungslos. Nein, ich muss nicht hin. Das gehört eh mir, das ganze Theater, das. Das kaufen wir jetzt von der Gage, da kann ich mal nicht erwähnen, dass ich mir das holen. Das ist so. Das heißt also, der Neandertaler war ungefähr so weit weg von uns. 135.000 Jahre wird ungefähr da sein, ja. Und angeblich ist er vor 40.000 Jahren wieder verschwunden. Was natürlich auch Mutz und Plätzen ist, weil wir sind ja da. Begonnen hat es aber viel, viel früher, und zwar da drüben. Hier ist nämlich was Schreckliches passiert. Ein Kontinent ist damals zerbrochen. Afrika, immer schon Pech gehabt. Und wenn jetzt so ein Kontinent zerbricht, da riert sich was. Also die Erde speit Feuer, der Himmel verdunkelt sich, das Klima verändert sich, die Vegetation geht zurück, die Bäume sterben und die Offen, die mir immer oben auf die Bäume klebt, für das sind sie abgebaut. Und wie es jetzt so ist in der Natur, wenn die Bäume weniger werden, ist ein Murzkrieg um die besten Plätze auf die Bäume. Und die Starken, die Intelligenten, die wiffen offen. Sind unblieben und haben diese Titel offen, die Eierbeeren, die Teppen praktisch, runtergetreten. Und aus denen da wird jetzt
vieles dann eigentlich sehr verständlich und plausibler, warum es so ist, wie es ist. Ja. Ja. Damals hat schon der Hass auf die Vergangenheit angefangen, wahrscheinlich. Nicht? Ist ja alles schlechter, als glaubt einer, aber es stärker setzt und gescheiter, ja. Aber irgendwann sperren wir euch in einen Zoo, es ist offen. Offen sagt es. Und dann sind diese Dealer offen, ja, durch Steppenglas gezogen. Ich spüre sehr schlecht an offen, ich hoffe, sie verzeihen mir das. Ja, so, Ich hab gesagt, ich spiele schlecht an offen. Jetzt ein bisschen Kontenance bieten, das ist kein Kasperltheater da, ja. Also, sie sind durch Steppenglas gezogen, ne? So, Und da so, wahrscheinlich, Schon ein bisschen ein älterer, nehme ich an, ja. Dem ist auf einmal da hinten eingefahren, so, ein bisschen weit. Da fahren wir schaut über Steppenglas drüber, nicht? Da war das Kreuz wie gleich weg, nicht? Also, Moment. Das soll man, weil da ist ja nur geschissen, da sehe ich nur das depperte Gras. Ja, super, da sehe ich was. Und schwuppidiwupp, der erste Off ist gestanden. Und 2 Minuten später war er vom Säbelzahntiger gefressen. Weil ihm der auch gesehen hat. Aber es war mehr Versuch. Und dann hat es halt so, ja, Zeit dauert, bis diese Dealer-Affen so weit waren, dass sie aufrecht gehen konnten und nicht vom Säbelzahntiger gefressen werden. So circa 5 Millionen Jahre in etwa. Ja, manche Dinge brauchen Zeit, das ist halt so. Aber wo Zeit im Werk geht, verplappern wir da schon wieder ein bisschen. Wie spät haben wir denn eigentlich schon, bitte? Halber. Okay, gut, danke noch, schau lieber, dass ich. Ja, ich bin so ein bisschen. Übrigens auch ein Unterschied. Sie haben die Uhr und der Neandertaler, der hatte damals die Zeit. Und diese Zeit war jetzt aus heutiger Sicht natürlich nicht sehr lange, denn der durchschnittliche Neandertaler, und damit meine ich jetzt nicht nur den Herrn Neandertaler, sondern die Gattung, also Herr und Frau Neandertaler, damit das politisch auch korrekt ist, starb bereits im zarten Alter von 25. Und jetzt haben wir fast ein bisschen Mitleid mit diesem armen Neandertaler, weil man 25 ist kein Alter, na geh mit 25, na geht, das ist aber, na 25 ist aber, na das ist aber relativ, sage ich. Ne? Zeit vor allen Dingen. Zeit ist etwas extrem Relatives. 2 Stunden sind bekanntlich nicht 2 Stunden. Das ist ganz was anderes. Jetzt schauen Sie mir an. Gut, schauen Sie. 2 Stunden Wurzelbehandlung beim Zahnarzt fühlt sich doch subjektiv jetzt viel, viel länger an als 2 Stunden orgastischer Sex mit seinem Traumpartner. Gut, schlechtes Beispiel, Entschuldigung. Weiß nicht, wie auf das kommt, wahrscheinlich, weil sie da pudelnackert sitzen wie im Swingerclub. Was ich noch sagen wollte, 2 Stunden Wurzelbehandlung ist ein Blödsinn natürlich. Wenn ein Zahnarzt 2 Stunden für eine Wurzelbehandlung braucht, dann macht er das entweder zum ersten Mal, das angesoffen, ja. Und 2 Stunden orgastischer Sex, das reduziert sich ja, wie wir alle wissen, auf 3 Minuten gegen das Einschlafen kämpfen und dabei fernschauen. Was aber nicht heißt, dass es jetzt bitte 2 Stunden orgastischen Sex nicht gibt. Den gibt es natürlich, keine Frage. Im Internet, zum Zuschauen. Also wir glauben, dass der Neandertaler ein sehr, sehr kurzes, aber auch ein sehr, sehr beschwerliches Leben geführt haben muss, was aber definitiv nicht stimmt. Was wir heute wissen, ist, dass der Neandertaler circa nur 2 Stunden am Tag für seinen Lebensunterhalt aufbringen musste, nämlich das Jagen und das Sammeln. Der Rest vom Tag war dann sogenannte Freizeit. Das heißt, die Neandertaler haben dann den Rest des Tages gegessen, was sie gejagt und gesammelt haben, haben geruht, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, sind schwimmen gegangen, haben die Wolken beobachtet, den Vögeln beim Zwitschern zugehört, haben mit dem Nachwuchs gespielt, haben dann lange ins Lagerfeuer hineingestarrt, haben sich mit Drogen weggeschossen. Flinkbütz war damals ganz, ganz aktuell, haben gefickt wie die Karnickel und haben auch hin und wieder den Partner getauscht. Und dabei haben sie niemals nach dem Sinn von all dem gefragt und haben auch kein einziges Mal ihr Tun in Frage gestellt. Jetzt ganz ehrlich, so unter uns. Kommt einem das ein bisschen bekannt vor? Also für mich klingt das wie so ein Glühbirnenurlaub. Und ich muss sagen, 25 Jahre im Urlaubsparadies, klangt, das reicht. Also es hört sich auf jeden Fall in meinen Ohren besser an, als jetzt 13 Jahre in der Schule gehen lassen, dann
45 Jahre deppert eine Hackeln, wurscht für wem, auch wenn man selber ist, und dann dafür 20 Jahre von einem Arzt zum anderen zu laufen. Meine, alleine der Umstand, ja, dass man nur 2 Stunden am Tag für seinen Lebensunterhalt aufbringen muss, Entschuldigung bitte, wer schafft das heutzutage noch? Ich, aber sonst fällt mir eigentlich jetzt keiner. Ne? Und das, was ich da die 2 Stunden verdient, kaufen wir das Theater, und da kann ich alle Fuhren zerreißen, was ich will. Unser Leben ist also, wenn man so will, nichts anderes als eine Update-Version eines Neandertaler Lebens, wobei eine Update-Version in Wirklichkeit eine verbesserte Version sein sollte, außer man ist Windows-User. Die Hardware aber ist im Prinzip die gleiche geblieben. So Dinge wie die Geburt oder das Heranwachsen, die Fortpflanzung, die Nahrungsaufnahme, die Krankheit. Oder auch der Tod. Mit diesen Dingen hat sich der Neandertaler eigentlich ganz genauso auseinandersetzen müssen wie mir. Das ist kein Unterschied. Und um diese 6 Parameter wird es auch jetzt im Folgenden dann im Detail gehen. Gut, mit was fangen wir an? Ich würde vorschlagen, der Chronologie wegen vielleicht gleich einmal mit der Geburt, also dem Anfang. Wobei die Geburt ja bei genauerer Betrachtung ja gar kein Anfang ist, sondern nur ein Ortswechsel. Naja, wir waren ja früher auch schon da, nur waren wir halt im Mutterleib drin. Das heißt, unsere äußere Welt war damals die innere Welt der Mutter. Daran können wir uns natürlich nicht erinnern, wobei natürlich nicht erinnern ist vielleicht sogar falsch, weil natürlich ist es nicht, weil wir haben schon ein Hirn gehabt. Das Erste, was sich entwickelt aus einer befruchteten Eizelle, ist ein Hirn. Wenn man uns das nicht gabert, gabert es uns auch nichts anderes. Also ohne Hirn, keine Handi, keine Fussi, keine Zanti, kein Schwanzi, kein Popoloch. Das bleibt zum Scheißen, wenn man sie so. Und wenn wir jetzt wirklich ein Hirn gehabt haben, kann man davon ausgehen, dass wir uns auch schon etwas gedacht haben. Vielleicht auch am Blödsinn sinnlose Fragen gestellt. Hier, glaubst du, gibt es ein Leben nach der Geburt? Angeblich ist das so ein Tunnel. Also du musst dann durch einen Tunnel und dann ist ein helles Licht. Und dann ist da die Mutter. Die Mutter, also, kannst du auch viel vorstellen. Was ist eine Mutter? Das ist... Naja, zurückkommen ist noch keiner, nicht? Bitte schier, bitte bleib drin, das ist der Schier, bleib drin. Aber man kann einmal davon ausgehen, dass es uns gut gegangen ist in diesen 9 Monaten schon allein deswegen, weil wir uns um nichts haben kümmern müssen. Und immer dann, wenn sich der Mensch um nichts kümmern muss, wenn er keine Eigenverantwortung übernehmen muss, hat er das Gefühl, mir geht's super eigentlich. Ja. Das heißt, wir waren angeschlossen, ja, mit den Kabeln und Hirn von der Mutter. Da war die Sauerstoffzufuhr war geregelt, die Nahrungszufuhr. Also eine moderne elektronische Einspitzanlage hat uns 9 Monate lang versorgt. Ja. Wir sind füreinander gekommen, haben jetzt selber hart schmissen. Immer schön warm, schön feucht. Also 9 Monate ein Thermenurlaub ohne Pütz. Stellen Sie sich das vor. Ja. Und dann aber kam der heilige Moment der Geburt. Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen war denn schon mal bei einer Geburt dabei? Das interessiert mich jetzt. Jeder. Jeder? Nein, Moment. Ja, die eigene rechnen wir bitte nicht dazu. Ganz einfach deswegen, weil da fällt ja wieder vor dieser EFI. Was ja gut ist, weil ehrlich, ich meine, wollen Sie da dabei sein? Ich meine, das ist nicht groß. Man muss es überlegen, da müssen Sie durch. Das ist geil. Alter! Ich häng, sag ich dir! Ich häng, sag ich dir, Trottelgespiede! Ich häng, sag ich! Ja, schrecklich. War sicher beim Neandertaler auch anders. Schon allein deswegen, weil die Frau Neandertaler anders gebaut war. Ja, die musste ja nicht in der Jeans reinpassen und nicht in den Schollensitz von alten seinen Spurtwagen. Und auch der kleine Neandertaler war sicher anders gebaut. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich einen kleinen Kopf gehabt haben. Weil die ja noch nicht so viel Gigabyte gehabt haben wie mir. Die haben sich so viel Plätzchen merken müssen wie mir heutzutage. Und jetzt war diese Frau Neandertaler hochschwanger, wahrscheinlich unterwegs beim Sammeln. Dass da was ist. Dort, die kannst du dort sein. Das ist so nebenbei passiert. Und das Erste, was dann der kleine Neandertaler von seiner äußeren Welt wahrgenommen hat, war vielleicht ein feuchter,
weiche Waldboden oder eine wohlduftende Blumenwiese. Das Erste, was wir von unserer äußeren Welt wahrgenommen haben damals, war eine Bande von Verbrechern. Maskiert im grünen Tuch, ja, haben wir uns angelegt. Okay, ich gebe auf. Na gut, das wird Arsch. Okay, mit wem kann ich verhandeln? Wer von euch ist die Mutter? Und das Erste, was die Arschlöcher im grünen Tuch machen, sie zwicken da die Kabel von der Elektronik durch. Und du wirst zurückgebaut. Du wirst wirklich innerhalb von einer Sekunde zurückgebaut von einer modernen, funktionierenden Einspritzanlage, zurückgebaut auf einen Vergaserbetrieb. Das heißt, ab jetzt wieder umfüllen, verdauen, Agrapovic, schwapp, hinaus. Und das ist ja, wie wir alle wissen, ein technischer Rückschritt. Und wenn wir jetzt diesen Ortswechsel der Geburt, zwar sicher nicht unbeschadet, aber doch irgendwie überlebt haben, dann beginnt für uns dieses kurze göttliche Dasein, von dem ich schon am Anfang kurz probiert habe zu sprechen. Das ist die Zeit, an die wir uns auch nicht erinnern können. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich habe so erste Bilder, glaube ich, im Kopf dabei gewesen, seit 2,5, 3 Jahren, schätze ich. So der Opa im Waldviertel mit seinem alten Deutz-Traktor und bei uns im 10. da das Häusl am Gang, die Wohnung und Weihnachten vielleicht, irgendwelche Bilder. Was davor war, ist weg. Obwohl ich da war, gibt es ganz schlechte Fotos davon. Ja? Das ist nämlich diese Zeit, wo wir noch ganz anders funktionieren. Wo diese Maschine noch nicht rennt. Ja? Keine Sorge im Hab und Gut. Ja? Keine Hoffnung, dass in der Zukunft einmal was anders wird. Und kein Hass auf die Vergangenheit. Ne? Sondern einfach nur leben. Und dann aber passiert diesem kleinen göttlichen Lebewesen was ziemlich Dramatisches. Es beugt sich dann nämlich plötzlich jemand über den Kinderwagen. Ja! Ist das der Kevin? Ja, der Kevin ist das, gell? Der Kevin! Und in dem Moment fällt es dem kleinen Gott wie Schuppen von den Augen. Scheiße! Doch nicht Gott, nur Kevin. Fuck, wieder nix! Ja. Mit diesem Namen Kevin bekommt dann das kleine Lebewesen natürlich noch etwas dazu. Das Ich. Mit dem Ich auch ein Mich und mit dem Mich auch ein Mein. Und dieses Mein, das wird jetzt dann in Zukunft sehr, sehr viel Leid in das eigene, aber auch in das Leben von anderen bringen. Weil ab dem Zeitpunkt ist plötzlich das Spielzeugauto kein Spielzeugauto mehr. Es ist mein Spielzeugauto. Meine Banane. Das ist meine Meinung, bitte. Das ist immer noch meine Entscheidung. Meine Frau. Das gilt übrigens auch, wenn man nicht Kevin heißt. Aber das ist eigentlich klar. Ja, mit dem Ende dieses göttlichen Daseins beginnt also der sogenannte Ernst des Lebens, der im Prinzip nichts anderes ist, wie ein langes Warten darauf, dass in einer sogenannten Zukunft irgendwas anders oder besser wird. Und dieser Fiktion, dieser Zukunft, die es ja gar nicht gibt. Oder glaubt irgendjemand von Ihnen, dass es eine Zukunft gibt? War einer von Ihnen schon tot? Nein, weil wenn er tut, war schon wieder die Gegenwart. So schnell geht's. Aber wir laufen ihr hinterher, weil sie eine Schlampe ist. Weil sie uns lockt, die Zukunft. Und wir rennen wie die offen deppert hinterher und merken dabei nicht, dass wir jeden Schritt, den wir auf die Zukunft zumachen, der automatisch einen Schritt zurück macht. Und damit für uns unerreichbar bleibt. Ja, mit dem Namen bekommt dann dieses kleine Leben noch etwas umgehängt, und zwar einen leeren Rucksack, der jetzt nach und nach, so Stück für Stück, mit der eigenen Geschichte angefüllt werden wird. Und das Erste, was für diesen Rucksack gesammelt werden muss, das sind natürlich Erfahrungen, weil ja jedes lebende System, jetzt ganz egal, ob es ein Einzeller ist oder ein Mensch, sich einfach nur durch äußere Erfahrungen weiterentwickeln kann. Also die äußeren Erfahrungen sind es, die die Verschaltungen in unserem Hirn bilden. Also das ist wie auf einer Printplatte, das wird dann wirklich gelötet sozusagen. Ja? Und damit beginnt unsere Programmierung. Das war eigentlich beim Neandertaler ganz genauso. Also das Erste, was der kleine heranwachsende Neandertaler zu lernen hatte, war einmal die direkte Verbindung von Sehen, also etwas sehen, etwas erkennen und handeln. Also ui, Säbelzahntiger, laufen, hopp! Und diese direkte Verbindung wird aber heute sehr gerne unterbrochen durch nochmal drüber nachdenken, wie man denn handeln könnte.
oder überlegen, wie man fragen kann, ob man eh so handeln kann, wie man sich denkt, dass es nicht schlecht war, dass man eventuell vielleicht dann irgendwann sollte man vielleicht, dass man so eventuell handeln sollte, wäre nicht schlecht, Kapfeller. Oder vielleicht einmal nicht handeln, weil wer nicht handelt, kann schon wenigstens falsch machen. Oder am allerbeliebtesten falsch handeln. Aus Blödheit. Als Beispiel könnte ich hier nennen die sehr, sehr dramatische und tragische Tsunami-Katastrophe. Ich meine jetzt die nicht in Japan, sondern die im Jahr 2004, damals im Indischen Ozean, wo uns die Nachricht, glaube ich, sehr, sehr erschüttert hat. Knapp vor Weihnachten hat sie uns erreicht, wo vielen Menschen wirklich Angst und Bang geworden ist. Und jeder dachte, puh, gut, dass wir her Skifahren sind, wenn mehr brauchst du nicht. Fuhrst du da oben, dem das mehr nicht im Griff, so ist das. Und da gibt es ja dort die Nikopan und die Andamanen. Das sind Inselgruppen. Man sind Geografie nicht so gut wahrscheinlich. Nein, macht ja nichts. Das sind so Inselgruppen im Indischen Ozean und da gibt es eine kleine Insel, da lebt ein Volk. Da sind die Sentinelesen. Haben Sie schon von den Sentinelesen irgendwann einmal irgendwas gehört? Nix? Da schauen Sie ein in das YouTube. Ja? Da tippen Sie ein, Sentinelesen. Ganz normal. S-E-N-T-I-N-E. Und lesen. Keine Angst, Sie müssen nichts lesen. Es kommt dann eh ein Film. Da sehen Sie einen Film, da fährt so ein kleines Motorboot mit einem Außenborder auf so eine Insel zu. Ja, so eine weiße Insel mit Palmen. Da sind ein paar Touristen offenbar oben und der Fremdenführer. Und wie die schon relativ knapp beim Strand sind, hupfen dort auf einmal aus dem Busch pudelnackerte Sentinelesen raus. Zeigt ihnen ein kleines Gemächt in nackerten Arsch ja, und schießen mit Pitschepfeil auf das Motorboot. Weil die eben dort keine Motorboote haben wollen auf ihrer Insel. Und diese Sentinelesen, die leben auf dieser Insel seit 60.000 Jahren. 60.000 Jahren. Die waren noch nie weg von der Insel. Und da waren noch keine anderen dort. Das ist ein Naturschutzgebiet von der indischen Regierung. Das heißt, die leben definitiv noch im Neandertal. Nur um so Pech, weil ihre Insel ist ca. 12 Kilometer vom Tsunami-Ausbruch entfernt. Das heißt, du bist die Welt einmal als allererster mit voller Wucht drübergegangen. Da ist ja keiner hingefahren, denen helfen oder was, weil da sind sogar Teile von der Insel weggebrochen gewesen. Also ganz, ganz dramatisch. Nach einigen Wochen ist man halt doch mit dem Helikopter drüber geflogen. Und wie der Huberer halt schon langsam immer tiefer und tiefer oben kommt, hupfen schon wieder die ersten Pudelnackerten, sind die Lesen aus dem Busch und schießen mit den Pitschepfeil auf den Huberer. Weil die halt dort keine Helikopter wollen. Noch weniger als Motorboot. Und dann hat man sich gefragt, na, Alter, wie geht denn das? Na, Moment, wie gibt's das? Wie haben die das gemacht? Wie haben die überlebt? Eigentlich ganz, ganz einfach, indem die Sentinelesen, bevor der Tsunami gekommen ist, und das ist das Entscheidende, nicht das, was man macht, sondern wann man es macht, bevor der Tsunami gekommen ist, ja, auf die paar Bäume oder auf die paar Hügeln aufgegrenzt sind, um sich in Sicherheit zu bringen. Und jetzt fragt sich die Wissenschaft, ja, was haben denn die für ein Frühwarnsystem? Das war sehr interessant. Na, die haben kein Frühwarnsystem, die sind die Lesner. Die spielen sie ganz einfach. Und die sind in Verbindung. Die sind in ständiger Verbindung mit etwas, das nennt man Natur. Das ist nicht das, wenn sie jetzt durch den Supermarkt durchgehen, wo es da am Apfelsaft steht, Natur pur. Nein, das ist ganz was anderes. Das ist das, wo wir ein kleines Teilchen davon sind, sozusagen. Ja. Und wer weiß, vielleicht war auf der Insel ja schon mal bei der Sentinelesen ein Tsunami. Was wissen denn wir? Ja, wahrscheinlich ja, wird schon mal einer gewesen sein, vor 22.633 Jahren vielleicht. Ja. Und seitdem wird dort immer am Lagerfeuer genau dieselbe Geschichte erzählt. Hört einmal. Wenn es mir zurückgeht. Obacht, auf die Baum, noch ist 14 Tage Gatsch, dann passt es wieder. Und das haben sie gemacht. Ja. Das heißt, sehen, erkennen, mehr geht zurück. Wow! Ja. Und diese direkte Verbindung von Sehen und Handeln wurde aber beim unmündigen Touristen natürlich unterbrochen. Nämlich durch Tsunami noch schnell vorher mit der Videokamera aufnehmen. Ah, das ist aber sehr interessant. Schau dir was an. Schau, schau, das ist okay. Jetzt geht es mehr zurück. Das ist ein Wahnsinn. Da fuhren die Fisch, da haben wir Latte und da gar kein Wasser mehr fuhren eigentlich. Das ist, also ich fühle mich näher, ja. Sag ich, eine Frage, ich wollte Sie schon fragen, haben Sie auch eine HD-Kamera? Eine HD, ich war Full HD. Na, Full HD. Das ist, also, das ist, na, das ist, das gibt nichts besser. Das ist, also, Fernsehqualität. Das, bitte, also, reden wir nachher. Ja, ja, jetzt kommt die Welle. Ja, dann pass auf. Das ist geil. So, das ist, da, klar ist die nicht. Halt, wo will die hin? Na, Moment, wo tun die? Die kann nirgends, Moment, halt.
Aber macht nichts. Aus Erfahrung lernt man ja bekanntlich. In dem Fall eben für das nächste Leben. Aber prinzipiell ist es so, dass ja jede Erfahrung, die wir als Heranwachsender machen, eine Erkenntnis bedeutet. Kann, glaube ich, jeder wunderbar an sich selber beobachten oder konnte es beobachten als junger Mensch. Jeder von uns, der irgendwann einmal in seiner Jugend eine Torheit begangen hat und mit Drogen experimentiert hat. Und ich glaube, da können wir uns alle ein bisschen bei der Nase nehmen, oder? Naja, Alkohol zumindest nicht. Ich meine, gut, Alkohol ist ja in dem Fall ist ja keine Droge in dem, das kann man nicht sagen. Ist ja keine Droge, das ist ja Alkohol, hat auch irgendwie viel mit Kultur. Das hat auch was mit, das ist ja gegen einen Durst irgendwo, das ist ja Geselligkeit, das gehört auch irgendwie, das ist ja nicht so. Nicht? Bei mir war das auch so damals mit 14, 15, glaube ich, war es mein erster Rausch mit einem Liter Riewieselwein, was anderes traust du ja eh nicht. Und wie es dann noch ein Liter auch dabei am nächsten Tag geht, glaube ich, auch ich kann erzählen, ich habe mir wirklich diesen ganzen Riewieselwein noch einmal langsam durch den Kopf gehen lassen müssen. Ja, bin am Häusl gehängt, haben wir gedacht, Alter, wie kann man nur so deppert sein? Haben wir gewünscht, dass ich auf der Stelle jetzt hier versterbe, ja? Und wenn du diese Erfahrung machst, ja, wenn du einmal in deinem Leben merkst, was Alkohol aus dir macht, ja, erst einmal, was für eine Kontrolle das plötzlich über dich hat, ja, was für Entgiftungsvorgänge dann in deinem Organismus stattfinden, ja, dann wirst du natürlich nie wieder in deinem Leben Alkohol zu dir nehmen. Erfahrung ist gleich Erkenntnis. Das wäre so, wenn wir jetzt zum Beispiel Neandertaler wären. Nachdem wir aber die weisen Menschen sind, schaltet sich bei uns natürlich sofort wieder der Verstand ein und der sagt zu uns, das muss gehen. Und dann probiert man das ein Leben lang. Es geht nie. Obwohl, natürlich, manche schaffen es. Die saufen und es geht ihnen wirklich super. Denen geht es nicht so gut, wenn sie nicht saufen. Und weil dieses Erfahrungs- und Erkenntnisprinzip also jetzt bei uns nicht mehr so gut funktioniert, hat der moderne Mensch ein Instrument erfunden, das dem Kind die eigenen Erfahrungen erspart und ihm das Wissen einer ganzen Zivilisation offenbart. Oder vielleicht besser gesagt, aufzwingt, nämlich die Erziehung. Erziehung ist eine von der Gesellschaft anerkannte, auch sehr, sehr geförderte Foltermethode, mit der man das eigene Unglück, jetzt zwar nicht bewusst oder vielleicht gar in böser Absicht, aber doch sehr, sehr erfolgreich an die Kinder weitergibt. Ja. Denn wo kämen sonst die ganzen vertrottelten Erwachsenen her, nicht? Das heißt, also damit beginnt eine Falschprogrammierung. Und das ist dann auch schon der erste Schritt, um aus diesem kleinen göttlichen Leben da drüben irgendwann einmal da einen alten, verbitterten, zornigen Trottel zu machen. Jetzt stellt sich die Frage, wer hat denn eigentlich den Neandertaler erzogen? Im Prinzip niemand. Aha, niemand? Herr Gescheit? Und woher hatte der kleine Neandertaler sein Wissen? Ha? Der hatte kein Wissen. Ganz einfach deswegen, weil er es nicht braucht hat. Hätte ihn nur belastet. Was der damals braucht hat, war Weisheit. Und das ist ganz was anderes wie Wissen. Natürlich, wir verwechseln es sehr, sehr gerne. Es gibt gebildete Menschen, keine Frage, die wissen sehr viel, sind gebildet, sprechen 6 Sprachen, sind aber in 6 Sprachen ziemlich deppert. Aber gut, auch für die findet man heutzutage, Gott sei Dank, einen Platz in Brüssel, falls es zum Bundespräsidenten nicht reicht. Und woher hatte denn nun der kleine Neandertaler seine Weisheit? Ganz einfach, indem er das, was ihm der alte Neandertaler vorgelebt hat, nachgelebt hat. Wir halten das anders. Wir sagen unseren Kindern was vor und das ist oft ganz was anderes als wie in einem Vorleben. Nicht? Wenn ich die einmal mit einer Cheek erwische, ich sag's dir. Einmal, ich richte es auf einen Kilometer, komm mal nicht deppert, links und rechts. Ja. Sehr ungesund. So kann es natürlich nicht gehen. Was aber nicht heißen soll, dass jetzt der kleine Neandertaler tun und lassen konnte, was er wollte. Also überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Sein Lehrmeister war die Natur. Und ihre Gesetze musste er ohne Wenn und ohne Aber auch befolgen. Sonst hat er nämlich wirklich gescheppert. Und was es damals auch nicht gegeben hat, logischerweise, war ein Generationskonflikt. Weil wenn wir jetzt sagen, okay, 100.000 Jahre,
durchschnittliche Lebenserwartung 25, also hochgerechnet kommen wir ca. auf, ja, geschätzte 5000 Generationen. 5000 Generationen, in denen sich nichts geändert hat. Außer Schweden vielleicht. Das heißt also, der kleine Neandertaler durfte damals dem ewig gestrigen Neandertaler, im Unterschied zu heute, vertrauen, weil ja der ewig gestrige damals recht gehabt hat, weil er gestern auch zugleich heute war. Und diesen typischen alten Trottel, ja, so wie wir ihn jetzt alle kennen, ja, den hat es damals nicht gegeben. Weil wenn damals wirklich einer Trottel war, dann ist der nicht alt geworden. Der wurde vom Säbelzahntiger gefressen. So gescheit ist die Natur. Heute hingegen, ja, kann es ja, wie wir alle wissen, ein Trottel relativ weit bringen. Also, man muss jetzt nicht besonders klug sein, um ein mächtiger Mann im Staate oder in der Wirtschaft zu sein. Da reicht es, wenn man clever ist. Und ein Lügner. Wobei, das reicht nicht. Natürlich, man braucht auch die, die sich gerne anlügen lassen. Und da kommen jetzt wieder wir ins Spiel, wir, die Bioroboter. Das haben wir auch gelernt von unseren Eltern, das müssen wir anlernen, nicht? Auch nie böse gemeint, kein einziges Mal, nicht? Komm erst, iss zahm, damit du groß und stark wirst, nicht? Sollte heißen, damit du schier und blatt wirst, komm, friss, ja. Oder, komm, bist du heiratet, ist alles wieder gut, ja, da fangst du auf erst an. Oder, eine der Lügen, die wir sicher alle einmal gehört haben, guck mal, komm her, guck mal. Du lernst bitte nichts für die Schule, du lernst nichts für deine Mutter, du lernst nichts für mich, du lernst fürs Leben, mein Freund und Zwetschgenröster. Jetzt ganz ehrlich, überlegen Sie mal. Was von den ganzen Sachen, mit denen man damals in der Schulzeit sicher fest am Arsch gegangen ist, hat dann in weiterer Folge in ihrem Leben eine Bedeutung bekommen und hat sie in ihrer geistigen Entwicklung weitergebracht. Und was war definitiv für ein Mieskiewer? Keine gute Quote, oder? Nehmen wir mal die Bürgschaft, ja? Zu dir und nicht, den Tiranen schlicht Damm und den Dolchen Gewande. In Schlungen die Hessische Bande. Was wolltest du mit der Dolchen sprich? Gegen die Finster der Wüterich. Die Stadt vom Tiranen befreien. Das sollst du am Kreuz bereuen. Also, schwarze Punkte auf einem weißen Papier in der richtigen Reihenfolge gemerkt, das war einser. Du warst super. Hey, ja. Das ist nicht darum gegangen, dass du kapierst, um was es eigentlich geht. Hä? Okay, jetzt kann man mir entgegenhalten, Moment, Herr Thüringer, wettern Sie da nicht gegen das Bildungssystem, ja? Weil ich sage Ihnen eines, Wissen ist Macht. Okay, das ist aber sehr situationsbezogen, oder? Na, bleiben wir beim Beispiel von der Bürgschaft. Wenn jetzt eine Literaturwissenschaftlerin, die Bürgschaft sicher so aus den Ärmel schütteln kann, die kann ein Doktor halt scheinbar die Bürgschaft von DWÜ wahrscheinlich, wenn die jetzt an einem schönen blauen Sommerabend, so wie jetzt, im Park spazieren geht oder laufen geht, joggen, einfach um sich was Gutes zu tun und trifft jetzt dort vollkommen unerwartet, oh, ich bin verschwitzt, oh, ich bin peinlich, ja, ihren zukünftigen Vergewaltiger. der selber im Poli gescheitert ist, wirklich eine polierte Doppel-Null, ein Volltiller, dann wird jetzt dieser armen Frau das Wissen um den Inhalt der Bürgschaft, sogar der fehlerfreie Vortrag der Bürgschaft, wird sie in dieser Situation nicht für ihren Peiniger retten können. In dem Fall wäre doch ein im Handtaschel verstecktes Miss and Wesson, natürlich nur in Kombination mit einem gezielten Schuss in die Eier, deutlich mehr Macht. Denn diesen Schuss in die Eier, den merkt sich der Teller. Die Bürgschaft merkt sich der nicht. Der hat ein halbes Jahr gebraucht, dass er beim Anton von der Ruhe mitsingen kann. Wissen Sie, was ich meine? Ja? Natürlich ist mir schon auch klar, dass dieser so plausible Satz Wissen ist Macht natürlich auch anders gemeint ist. Aber selbst da stimmt er nur sehr, sehr bedingt. Denn Wissen kann immer nur dann Macht sein, wenn ich beim trifft, der weniger weiß als ich. Sonst ist es vollkommen für die Fisch. Genauso wie die Reichen die Armen brauchen, um zu erkennen, dass sie überhaupt reich sind. Ja? Weil wenn er jeder will, hat, na gut, hat er jeder will, nicht? Ja, wenn er jeder iPhone. Okay, schlechtes Beispiel. Jetzt, da gibt es einen Witz. Ich bin jetzt normal kein Mensch, der Witz erzählt. Aber in dem Fall, weil das wirklich einer ist, der sowas von auf den Punkt bringt und der wirklich viel Wahrheit und Weisheit in sich trägt, das ist der Witz vom Karl-Jos Gersdorf und der Pamela Anderson. Ja, ich weiß nicht, kennen Sie den? Nicht? Aha. Und der Umstand, dass ich jetzt den Witz weiß und Sie nicht, ja, das verleiht dem Thüringer Ego jetzt das Gefühl von ziemlich viel Macht und Überlegenheit.
halt nur so lang, bis ich Ihnen den Witz erzähle. In dem Moment, Gleichstand, dann müssen Sie ausschwärmen morgen irgendwo, Sie sind beim Suchen, im Freundeskreis, noch erst beim Thüringer waren wir gestern. Ja, ein bisschen, irgendwann auch. Ah, Witz, super. Kennst du den Witz von Karl S. Gerser von der Pamela Enders? Nein. Ruhig zu. Das kann man sagen, ist ein Blödsinn, weil ein Witz ist gemacht. Das stimmt natürlich, ein schlechter Witz, in der Depper, da gibt es eh viel schwachsinnige Witze. Das ist gemacht, das ist nur ein Blödsinn. Aber ein guter Witz, der viel Wahrheit in sich trägt und sehr, sehr viel Weisheit, wie eben der von Karl S. Gerser von der Pamela Anderson, das ist eine wirklich spürbare Nacht. Das war nur als Beispiel. Gut, kommen wir nun zu etwas ganz, ganz anderem. Ruhe bitte wieder. Genauso wie beim Neandertaler wird auch unser Tun und unser Handeln natürlich von den Trieben bestimmt. Und zwei Triebe, die sehr, sehr viel Gemeinsamkeiten aufweisen, beides Dinge, die uns Lust, aber auch sehr, sehr viel Kummer bereiten, nämlich der Fortpflanzungstrieb und die Nahrungsaufnahme, sprich Pudern und Fressen. Ich habe das jetzt für Sie übersetzt. Ah, jetzt ist auch angekommen da hinten. Ah, ja, ist okay. Gut, an denen, diesen beiden Trieben hat sich ja nichts Grundlegendes geändert. Nur mit dem Unterschied, dass der Neandertaler eben beide ausleben konnte und sich dabei niemals schuldig oder vielleicht gar schmutzig gefühlt hat, weil mir auch keiner dieses Märchen vom strafenden Gott und von Himmel und Hölle aufgetürmt hatte. Beide Triebe dienen dem Leben und finden oft gleichzeitig statt. Ich meine jetzt nicht knapp hintereinander, ich meine jetzt wirklich gleichzeitig. Jetzt sehen Sie was auf der Festplatte, stimmt's? Jetzt rennt die Maschine. Kann man nicht schweinigeln. Denken Sie an was anderes, ja? Denken Sie an eine Hummel. Eine Hummel, die fliegt durch den Garten, so eine dicke, fette, gestrafte Hummel. Und die steuert jetzt auf eine riesige, rote, wohlriechende Vagina zu. Auf eine Taglilie. Und in diese Vagina taucht diese Hummel als ein Ganzer, ja. Die schlägt sie und frisst sie da durch. Und der Lilie, der tut das gut, ja. Weil die weiß ja in dem Moment, sie pflanzt sich jetzt fort. Ja, du bist ein Vieh. Ja, ich bin ein Hummel, ich bin ganz drin, das ist mir nicht. Ein Hummel. Ja. So schön könnte es eigentlich auch sein. Wir hingegen, wir bewerten ja diese beiden Triebe sehr, sehr unterschiedlich. Nahrungsaufnahme ist salonfähig, kann man überall machen. Also wenn da jetzt einer am Kagranerplatzl fuhren, zum Beispiel ein totes Tier, was zuvor in Konzentrationslagern gehalten wurde, in Schwanzform, also als Würstel, ganz, ganz tief, eine schiebt und der nach dem schmeckt so, nicht? Mahlzeit, ja. Aber stellen Sie sich vor, da am Kaganerplatzl ein Rudelgebumse. Na, da war, na, da, das möchte ich nicht sehen! Mitmachen schon! Und weil das eben so ist, dass diese beiden Triebe sehr, sehr unterschiedlich bewertet werden, hat das mittlerweile auch ganz, ganz, ganz große Folgen auf unsere Gesellschaft. Sie brauchen sich bitte nur ein bisschen umschauen, Sie werden sehen, es gibt heutzutage viel mehr blade Büdelwichser als dünne Puderanten. Nicht förderlich für die Gesundheit. Gut, mit welchem Trieb wollen wir anfangen? Ich würde vorschlagen, weil Sie schon in freudiger Erwartung noch da sitzen, einmal mit der Sexualität, dann haben wir das auch, das ist jetzt ein bisschen ein komisches Ding, dann ist das erledigend. Die Sexualität. Sie begleitet das Leben ja ab der Geschlechtsreife. Nun ein Leben lang, selbst im hohen Alter, denkt man auch sehr, sehr gerne an die wunderbaren Dinge, die man damals, als es ja noch gegangen wäre, alle nicht gemacht hat und beißt sich ins Knie, dass man diese Freuden damals ausgelassen hat. Was uns nämlich bei der gelebten Sexualität so im Wege steht, das ist wieder einmal mehr unser Kopf. Außer jetzt natürlich beim Oralsex, sprich beim Schlecken und beim Blasen. Und wie sehr das der Fall ist, haben Sie, glaube ich, jetzt ganz wunderbar an sich selber beobachten können. Sobald mir nämlich diese Worte schlecken und blasen vollkommen unbeabsichtigt aus meinem willigen Mund geronnen und über meine feuchten, warmen Lippen die Bühne verlassen und ihr aufnahmefähiges, gespitztes Ohr zärtlich gekitzelt durch ihre wohlgeformte Muschel tief und fest
in sie eingedrungen sind. Genau in dem Moment hat ihr Hirn die Worte Schlecken und Blasen schon wieder bewertet. Und das aber mit sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen, wie ich an ihren Gesichtern und an ihren nackten Körpern erkennen durfte. Sex wird aber in der Natur ohne Einschaltung des Hirns ausgelebt. Das heißt, Hund riecht läufige Hündin und ohne Umweg übers Hirn einfach der Nase nach. War wahrscheinlich beim Neandertaler ganz genauso. Wenn wir sich gerade gut riechen können, weil Frau Neandertaler eben willig und aufnahmebereit und Herr Neandertaler kräftig und potent. Eigenschaften, die uns heute ja etwas verloren gegangen sind. Natürlich gibt es nach wie vor Frauen, die so tun, als ob sie willig wären. Ganz einfach deswegen, um den Mann zu pflanzen und um ihren Ego-Rucksack mit ihrer Geschichte, meinen weiteren schwanzgesteuerten Wurstel zu erweitern. Und auch der kräftige und potente Mann ist heute etwas selten geworden. Es gibt nämlich noch immer kräftige Männer, das heißt Schweinern auftrainiert, Eiweiß vergiftet und aufgrund der Steroide dann irgendwann mal impotent. Dann gibt es natürlich die finanziell potenten Männer, die sollten kräftig sein, sondern eher so schwammerlartig wie ein Baba-Baba sich durchs Leben bewegen. Natürlich gibt es immer noch kräftige und potente Männer, die aber heutzutage schon sehr, sehr selten zum Schuss kommen, weil die Frau ja die nicht mehr als kräftig und potent erkennt. Weil die ja schon lange auf Schwammeln konditioniert ist, mit dem man sich in der Öffentlichkeit auch zeigen lassen kann. Was nichts macht, man kann sie dann später immer noch bei Bedarf vom Gärtner pudern lassen. Über das Sexualleben und über die Sexualpraktiken der Neandertaler weiß man relativ wenig und ich glaube, das ist gut so. Man muss nicht alles wissen. Was man aber schon weiß, ist, dass die Neandertaler mit ziemlicher Sicherheit regelmäßig die Partner getauscht haben. Ganz einfach deswegen, um die Sippe genetisch gesund zu erhalten. Das nennt man auch systemisches Denken. Das ist etwas, was uns heutzutage etwas abhanden gekommen ist, das systemische Denken. Partnertausch ist heute nicht mehr notwendig, weil wir schon so viele sind. Da mischen sie die Gene ja sowieso. Am Land halt vielleicht noch weniger. Das heißt, man findet also heute seinen Partner, ist mit dem glücklich und zufrieden, kann mit dem alles erleben, was das Sexualleben so zu bieten hat, kann mit dem alle Tabus brechen, eilt von einem Orgasmus zum anderen und käme niemals auf die Idee, einen anderen Partner zu begehren oder auch nur an einen anderen Partner zu denken, geschweige denn im Internet von einer Foot-Seite zur anderen zu surfen. Und warum ist das bei uns so? Ganz einfach deswegen, weil da sehr viel dran hängt. Auch wenn man jetzt am Partner direkt nicht mehr so hängt, hängt an dem immer noch einiges dran. Und weil das so ist, wie ich es jetzt sehr, sehr nett und charmant finde, man alle diejenigen, die zufällig heute mit ihrem Partner hergekommen sind, dem in die Augen schauen und sagen zu ihm, ich finde es wunderbar, ich finde es großartig, dass wir keine Neandertaler mehr sind und ich einfach nur dich begehre. Schon allein wegen der Kinder, den gemeinsamen Krediten, den Scheidungskosten und der Schande vor den Nachbarn. Falls ihr das jetzt vielleicht mit Ihrem Partner ausdiskutieren wollen, wäre eine wunderbare Gelegenheit. Sie haben jetzt 15 Minuten Pause. Denken Sie drüber nach, reden Sie ganz locker. Ich darf mir nur an Ihrer Stelle vielleicht vorher was anziehen. Das macht keinen schlanken Fuß, wenn es Pudel nockert mit dem Partner über das reden. Und alle diejenigen, die dann nachher noch herein dürfen, die kommen dann zum zweiten Teil des heutigen Vortrags. Ich bin auf jeden Fall da, weil ich darf. Ja, noch einmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie auch im zweiten Teil des heutigen Vortrags wieder dabei sind, dass Sie zurückgekommen sind aus der Pause und alles ausdiskutiert haben, was es auszudiskutieren gab. Das Leben, das wir sind, braucht ja, weil es in einem ziemlich komplizierten Vehikel, nämlich dem Körper inkarniert ist, Energie, sogenannten Treibstoff. Das ist logisch, weil aus mechanischer Sicht unser Körper nichts anderes ist wie eine Maschine, die dafür gebaut worden ist, um Energie, Treibstoff in Bewegung umzusetzen. Man kennt das ja auch vom Auto, nur mit dem großen Unterschied, dass man ins Auto nur dann Treibstoff einfüllt, wenn es sich auch bewegen soll. Ja, Sie sind noch ein bisschen in der Pause, macht nichts. Ja. Ah, da kommt noch der Herr mit dem Kaffee. Also, grüß Gott. Ah ja, also, ja. Ah, ja,
Nehmen Sie nur Platz, machen Sie das gemütlich. Normal, wenn man weiß, dass man ein Mensch ist, der gern zu spät kommt, sitzt man hinten. Aber okay, das ist halt, also in der Schule bei uns war das so. Nicht? Also eigentlich, aber ist ja wurscht. Gut, also man kennt das vom Auto, wie die Situation ist. Man sieht, der Tank wird schon langsam leer. Was macht man? Man fährt zu einer Tankstelle und weiß dann anhand einer Betriebsanleitung, was für eine Art von Treibstoff dieses Fahrzeug benötigt. Diesel, falls es von einem Ölofen angetrieben wird, Benzin, falls es einen Motor besitzt. Dann unterscheidet man zwischen 91, 95 oder 98 Oktan und genau das, was vorgeschrieben wird vom Hersteller, das tankt man natürlich auch, weil man möchte ja dem Fahrzeug einen Schaden zufügen. Hin und wieder wird der Ölstand kontrolliert, das, was an Öl fehlt, wird nachgefüllt mit dem richtigen Öl, mit der richtigen Viskosität, das erhöht die Lebensdauer des Motors. Dann geht man in den Tankstellenshop, kauft noch zwei weitere Betriebsmittel, ein Sackerl, Zigeunerräder und ein eiskaltes Cola. Und da stellt sich jetzt mit Recht natürlich die Frage, warum packen wir den Tiger in den Tank und befüllen aber unser wichtiges Organ, was sich ja zwischen den roten Lippen und dem Popoloch befindet, unseren Verdauungsapparat, mit Problemstoffen? Dazu gibt es jetzt eine ganz, ganz neue wissenschaftliche Erkenntnis. Ganz einfach deswegen, weil wir einen festen Clasher haben. Und den aber nicht als Clasher wahrnehmen, sondern mittlerweile als Normalität ansehen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir unsere Städte und unsere Ortschaften mittlerweile nicht mehr für Menschen bauen. Wir bauen das alles für Autos. Die müssen sich wohlfühlen, die brauchen Platz, die müssen artgerecht gehalten werden. Sie brauchen sich auch jetzt vielleicht nur in Ihrer näheren Umgebung ein bisschen umriechen. Wird Ihnen sicher auffallen, es gibt eine ganz große Disbalance zwischen Autokomfortwäschen und Körperhygiene. Der Neandertaler war jetzt bekanntlich Jäger und Sammler. Was heißt das in Bezug auf seine Ernährung? Im Prinzip nichts, weil wir nicht wissen, was er gejagt und was er gesammelt hat und wir auch nicht wissen, ob er das, was er gejagt hat, erwischt hat und ob er das, was er gesammelt hat, nicht wieder deppert unterwegs ausgestrahlt hat. Aber jetzt ganz egal, was auch immer er in sich hineingestopft hat, letztendlich ernährt er seine 50 bis 70 Billionen Körperzellen, die übrigens auch kleine Lebewesen sind, also ganz, ganz genauso wie wir, mit einem eigenen Bewusstsein, nämlich dem Mitochondrium. Er ernährt diese Körperzellen ausschließlich mit kosmischer Energie. Das heißt, der Neandertaler, der lebte damals vom Licht. Jetzt denken Sie noch wohl, stimmt das? Denken Sie noch gerade, Alter, was hat sich denn der in der Pause reingehauen? Auf was ist denn der? Entschuldige. Gut, ich kann das auch technisch erklären, dann ist es plausibler. Es gab da im Boden so Bakterien, die hatten eine Fähigkeit. Die konnten Licht verstoffwechseln. Das heißt, diese Bakterien haben auf gut Deutsch Sonnenlicht gefressen und Nährstoffe und Vitalstoffe in den Boden reingeschissen. Das heißt, die haben das Licht in eine andere Schwingungsform transformiert. Jetzt wächst in so einem Boden eine Pflanze heran. Die holt sie von unten über die Wurzeln die Nährstoffe, die im Boden gespeichert sind. Transformiert die Lichtenergie der Bakterien. Von oben direkt, eklar, Sonnenlicht. Und jetzt kommt der Neandertaler und sieht das Pflanzerl und denkt sich, was ist das Pflanzerl? Na, das ziehen wir uns gleich mal rein. Und ganz egal, in welcher Form auch immer er diese Pflanze zu sich genommen hat, wo sie er in dem Moment zu sich nimmt, ist nichts anderes wie transformierte Lichtenergie. Auch dann, wenn er, wie wir alle wissen, natürlich Sekundärvegetarier war. Sekundärvegetarier bedeutet, dass der Neandertaler nur Tiere gegessen hat, die zuvor Pflanzenfresser waren. Also der Säbelzahntiger war sehr, sehr selten am Speiseplan vom Neandertaler. Da war es eher umgekehrt. Aber jetzt viel interessanter für uns, wie funktioniert denn das heutzutage bei uns? Im Prinzip ganz genauso. Nur, dass diesem über Jahrmillionen wirklich sehr, sehr bewährten Prozess der Lichttransformation heutzutage von der Nahrungsmittelindustrie und damit, meine Herrschaften, kommen wir jetzt zu einem wirklich sehr, sehr grauslichen Thema. Dagegen sind ja die Food-Heftel-Produzenten wirkliche Chorknaben. Dass heutzutage von der Nahrungsmittelindustrie unserer Nahrung Zusatzstoffe und Verfahren zwischengeschaltet werden, die unseren Lebensmitteln, das sind Mittel, die uns Leben vermitteln sollten, das Leben rauben. Diese Bodenbakterien,
Die gibt's nicht mehr. Die haben wir schon lange verdrängt durch Kunstdünger, Herbizide, Fungizide und Pestizide. Das klingt zwar sehr lecker, ist aber ein ganz, ganz schlechter Start für unsere Nahrungskette. Das, was uns bleibt, ist dann eine denaturierte, aber punktverbockte Mischung aus irgendwas, wo viel draufsteht, was auch fallweise gut schmeckt. Das muss man zugeben. Dafür kann man sorgen, wenn man sich in Chemie ein bisschen auskennt. Was den Bauch auch füllt, keine Frage, aber letztendlich unsere Zellen nicht mit Leben versorgt. Das heißt, wir verhungern im Prinzip, während wir zu Hause sitzen, dem TV der dritten Welt beim Verhungern zuschauen und dabei Zigeunerrädchen und Kohl in uns hinein leeren. Nur, dass dieser Hungertod bei uns länger dauert. Und dabei verwandeln wir uns. Wir verwandeln uns, wir mutieren zu sogenannten Junkfood-Zombies. Wobei wir, die ältere Generation, wir haben ja das Glück, wir haben von unseren Eltern noch ab und zu, also von der Mama zumindest, was gekocht gekriegt. Aber so, was die Jungen jetzt, ja, da ist keine Zeit, das kochen wir da. Oh, die Kinder, wir lachen jetzt noch, aber das wird wieder mal ein großes Problem. Ich kenne das ja auch von meiner Tochter auch, die ist jetzt 10 Jahre, meine Tochter, und die hat vor ein paar Jahren von einer Tante eine DVD zum Schenken gekriegt. Ja, so eine DVD von der Emily Erdbeer. Also wer Kinder hat, kennt wahrscheinlich die Emily Erdbeer. Ja, ich hatte leider keine Gelegenheit, dass ich der Tante damals das Nasenbein breche, weil sie auch offiziell vom Osterhasi war, diese DVD. Und diese Emily Erdbeer, das ist so eine Comicsfigur, so zeichentrick, ein Mandel mit so einem eingehauten Gesicht und so große Augen, also die fährt schon ein paar Mal gegen selbst eine Sackelgrenze. Und diese Emily Erdbeer, die lebt im Erdbeerland. Das heißt, die ist auf einem ständigen LSD-Trip, die Alte. Ja. Und die Schachtel von der DVD, die Plastikschachtel, ist rosa. Was ja klar ist, weil wir ja alle wissen, dass Erdbeeren rosa sind. Kennt man von der lila Pause. Und das ist das Verblüffende, diese Plastikschachtel, die fällt heute nur noch Erdbeeren, nach Jahren. Ist das arg? Natürlich, meine Tochter ist ein Fan von der Emily Erdbeer sowieso, aber ein Erdbeer-Fan. Ja? Alles, also Erdbeereis, Erdbeerjoghurt, Schokolade mit Erdbeerfülle, Schnitten mit Erdbeergeschmack, alles. Das Einzige, was sie nicht so mag, sind die Erdbeeren aus meinem Garten. Der Papa, bitte nicht nach Erdbeeren schmecken. Ah, Papa. Soll jetzt meiner kleinen Tochter erklären, dass das, was sie als Erdbeergeschmack kennt, in Wirklichkeit in einer ganz, ganz großen Fabrik in England aus Sägespänen und geriebenen eitrigen Zechennägeln gemacht wird? Finde ich nicht. Da muss selber drauf kommen. Mir hat das auch keiner gesagt! Im Gegensatz zum Neandertaler, der ja essen musste, was er erlegt und gesammelt hat, haben wir die freie Wahl. Also wir müssen schon lange nicht mehr das essen, was am Tisch kommt. Wir dürfen unsere Nahrung schon lange, bevor sie diesen heimatlichen Tisch überhaupt erreichen kann, vor den Toren des Supermarktes, wenn wir wollen, oder spätestens im Auto verzehren. Auch haben wir in diesen endlosen Regalen der Supermärkte die freie Wahl, auf diesen offensichtlichen Junkfood, den Scheißdreck, den man sich ja schon von der weiten Aussicht, zu verzichten. Den überlassen wir den Kindern. Na, die brauchen das auch. Die sind erwachsen, denen macht das nichts. Nicht? Fischstäbchen zum Beispiel. Ja? Das ist das, was in Hamburg am Hafen so einmal im Monat zusammengekehrt wird, ja, von den Fisch runtergespachtelt. Das presst man für die Ofen, klang das. Wir aber selbst als, wie man so schön sagt, mündige Konsumenten, wir nennen uns natürlich bewusst der Gesundheit zuliebe, weil wir es uns wert sind und auch dem Zeitgeist entsprechend. Das heißt, zuckerfrei, fettreduziert, cholesterinsenkend und laktosefrei. Das heißt, wir verhungern im Prinzip ganz genauso wie der Zigeunerrädchenfresser. Nur qualvoller, weil es geschissen schmeckt. Unsere Zellen werden dadurch jetzt nicht nur ausgehungert, die werden auch noch vergiftet. Zum Beispiel durch L-Aspartyl-L-Penyl-Alanyl-Methyl-Ester. Was Sie erkennen, weil Sie in der Schule Chemie gehabt haben. Das war damals in den 70er Jahren ganz oben auf der Liste beim CIA als biologisches Kampfmittel, eine wirkliche Wunderwaffe, verursacht Hirnschäden, Multiple Sklerose-ähnliche Zustände, Parkinson, Alzheimer,
Depressionen, Hörbeschwerden, Persönlichkeitsveränderungen, Allergien sowieso und weitere 100 Beschwerden. Also wirklich eine tolle Wunderwaffe. Jetzt werden Sie natürlich mit Recht sagen, na bitte, wer ist schon freiwillig eine biologische Wunderwaffe? Nicht? Im Prinzip jeder, der es nicht weiß und sich der Gesundheit zuliebe zuckerfrei mit Aspartam ernährt. Hat, muss man sagen, weil diesem Aspartam sind wir schon auf seine Schliche gekommen, ja. Und mein Lieber, na, so geht's auch nicht, also nicht mit uns, nein, nein. Also da haben wir keine, da, ja, die Lebensmittelbehörden haben keinen riesigen Druck ausgeübt auf die Nahrungsmittelindustrie, obwohl die normal gar nicht so schlecht miteinander kennen, aber in dem Fall wurde ein Exempel statuiert und schwuppdiwupp wurde das Aspartam aus allen Leitprodukten entfernt, indem man es umbenannt hat. In Nutrasweet, Cantharell, Sanecta oder einfach in E951, weil AE mehr oder weniger jetzt ist schon wurscht. Das ist schon wobei nicht nur das, was wir essen, auch wie und wie viel wir essen, ist natürlich sehr, sehr entscheidend für die Ernährung unseres Körpervehikels. Der Neandertaler hatte damals, um ein maßloses Überfressen zu verhindern, ein sogenanntes Frühwarnsystem eingebaut. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal was gehört haben. Sättigungsgefühl. Und mit diesem Sättigungsgefühl signalisiert das zwischen den roten Lippen und dem Popoloch befindliche Organ, dem Hirn, dass der Ranzen jetzt dann eigentlich voll wäre. Das funktioniert wunderbar, wenn man isst. Also, wenn man nur essen tut. Nur essen bedeutet, dass man das wirklich zelebriert, dass man erst einmal dankbar dafür ist, dass überhaupt was zum Essen da ist, ist ja nicht selbstverständlich, ja, und dann das wirklich bewusst tut. Das heißt, kaut, zermalt, darum heißt es auch Mahlzeit und nicht Schlingzeit, falls Ihnen das schon aufgefallen ist. Schlingzeit, 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 Schlingzeit. Und dann diese Geschmacksexplosion im Mund auch wirklich auskostet, und dann irgendwann einmal den fast vorverdauten Nahrungsbrei hinunterschluckt. Das ist Essen. Im Gegensatz zu diesen primitiven Naturvölkern, die das vielleicht noch so gemacht haben, weil sie Zeit gehabt haben, haben wir aber Esskultur. Das heißt, Essen macht für uns nur dann Sinn, wenn man dabei auch etwas erledigen kann. Wie zum Beispiel Fernschauen, Zeitung lesen, Buch lesen, Radio hören, telefonieren, Auto fahren, Geschäftsanbahnungen machen, die Kosten-Nutzen-Rechnung von so einem All-Inklusiv-Urlaub ein bisschen für uns zu optimieren oder ganz einfach soziale Kontakte pflegen. Das heißt, man trifft sich mit lieben Freunden am Abend zum Pizzaessen. Und jetzt haben wir aber gelernt, mit vollem Mund spricht man nicht. Was klar ist, weil das macht keinen schlanken Fuß, wenn du jetzt alle 3 Minuten deinem Gegenüber ein Stickel von der Capriccioso ins Auge einschlatzt. Nicht? Wohl nur Käse, nichts passiert. Kurz, da kannst du kein Diavolo bestellen, weil sonst brennt es. Andererseits wäre es aber auch sehr unhöflich, wenn man sich mit lieben Freunden zum Essen verabredet und dann isst man nur. Stellen Sie sich das einmal vor. Das heißt, wir müssen hier einen Kompromiss eingehen, wie in vielen Bereichen unseres Lebens. Und der schaut dann so aus, dass man diese Capricciosa, die schon wie geschehen, fest über das Döller drüber hängen muss, ja, fester Fleck, dass man die in weiser Voraussicht in so kleine, mundgerechte Stückchen zerteilt. Also in 4 so Fleck. Und während das Gegenüber spricht, ja, rollt man das einfach so zusammen auf so ein Pizzaröllchen. Man kennt ja ungefähr den Durchmesser der Speiseröhre, das ist okay, ja. Und dann bei so einer kleinen Sprechpause, ja, weil schlangenartig wird es hinuntergewürgt. Das schont erstens einmal die Zähne natürlich. Das Sättigungsgefühl wird seines Amtes beraubt und wir schaffen dadurch noch zusätzlichen Raum. In uns. Jetzt zwar nicht zwischen dem Popoloch und dem roten Lippen, aber wir schaffen zusätzlichen Raum in unserem Hirn. Für noch ein Tiramisu. Und noch 3 Grappa, wenn es sein muss. Weil das entscheiden schon immer noch mehr, wenn es genug ist. Und jetzt ein deppertes Sättigungsgefühl. Das heißt also, anstatt unseren Körper jetzt mit Energie zu versorgen, belasten wir noch sehr, sehr oft mit unserer Nahrung. Das merkt im Prinzip auch der Dümmste, wenn man sich mit so einer unverdauten Pizza und dem darauf ruhenden Tiramisu und 3 Grappa ins Bett legt. Das ist dann schon ein ganz, ganz klarer Triumph der Nahrungsaufnahme über den Sexualtrieb. Und auch keine wirklich schöne
Lebenserfahrung. Aber wir wissen ja, wie das ist mit der Erfahrung und der Erkenntnis. Aber Gott sei Dank brauchen wir uns ja nicht auf die eigenen Erkenntnisse verlassen. Wir haben heute die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft, die man dann auch in Fachmagazinen, wie zum Beispiel der Krone Bund, nachlesen kann. Dort steht dann geschrieben, es ist besser, mehrmals am Tag einen kleinen Snack zu sich zu nehmen, als den Organismus mit ausgiebigen Mahlzeiten zu belassen. Und das ist natürlich ein Diätvorschlag, da ist man kompromissbereit. Weil 8 Mal am Tag fressen klingt nicht so schlecht. Natürlich muss man auf gewisse Dinge verzichten, das ist keine Frage. Also in der Früh gleich einmal was Gesundes, das heißt ein Müsli, so fertig. Activity, super crunchy, Knusper plus Vitamine, Calcium, Dunkeltreme eingeschlatzt, Müsli mit 1,5 Liter kalter Milch. Zum Mittag dann halt nur mal beim Chinesen ein M1, nicht mehr das üppige M9. Nicht? Das Dessert kannst du gleich mitnehmen. Ne? Kein Dessert, bin auf Diät, du. Guck die Orange weg. Bitte, bitte. Ja. Und auf Nacht dann halt nur mehr so ein kleines Insalatel, Mister, wieder ein Kilo Weißbrot und 3 Kriegeln und 10 auf die Nacht vom Niederling. Und dazwischen, weil es eben so wichtig und so gesund ist, diese Zwischenmahlzeiten. Ja. So, Schnitten, ein Donut, ja, eine lila Pause, Poppy. Ja, Maß macht mobil, Arbeit, Sport und Spiel. Selbst wenn es jetzt so wäre, dass wir wirklich mehrmals am Tag eine kleine, gesunde Mahlzeit zu uns nehmen, wäre es vollkommen falsch. Absoluter Blödsinn, weil dafür sind wir nicht gebaut, evolutionär. Weil ja den Neandertaler auch nicht alle 1,5 Stunden irgendwas in die Pappen reingeflogen ist. Nein, der war unterwegs auf der Jagd, ja. Und entweder er hat was erwischt oder er hat nichts erwischt. Und nichts erwischt hat geheißen hungern. Und genau das ist es, was dieser Organismus braucht, den Hunger. Weil dieses tolle Organ, was sich zwischen den küssenden und manchmal geküsst werdenden roten Lippen und dem natürlich nicht küssenden, aber vielleicht doch manchmal auch geküsst werdenden Popelloch befindet, dieser Verdauungsapparat, der zwei Funktionen hat. Erstens einmal das, was wir umeinfüllen, klarerweise zu verarbeiten, zu transformieren, mit Hilfe dieser Abermillionen Bakterien, die in uns leben, das sind mehr als Körperzellen. Ja? Und dann das, was dann rauskommt, diese Schwingungen, diese Energie an die Zellen, Organzellen, Muskelzellen abzuliefern. Und umgekehrt den Scheißdreck, der sich einfach gezwungenermaßen in seinem Körper ansammelt, weil wir Verstoffwechsler sind. Das heißt, es entstehen Stoffwechselprodukte durch das, was wir essen, was wir einatmen, Umweltgifte etc. etc. Das sind meistens giftige Eiweißmoleküle, die sich irgendwo im Körper ablagern, dass die genau auf demselben Weg ja, rausbefördert werden. Nur in die anderen Richtung. Also das kann dann schupp, zack, zack, und schappa, hört schon im anderen. Man, das ist super, überlegen Sie mal. Das funktioniert besser als ein Gore-Tex. Ja? Weil ein Gore-Tex kann ja nur aus der Schweiz schon, einringen nicht. Umgekehrt tut sich das Jackerl schon ganz schwer. Also einringen schon, aus der Schweiz nicht. Da müssen wir es umdrehen. Und wir kennen das aber, ohne dass uns den Magen umdreht. Weil da eine Intelligenz in uns wohnt. Ja? Geht aber logischerweise nur dann, wenn dieses Ding ab und zu leer ist. Wenn ein vollen Lift kann ich auch nicht einsteigen. Und jetzt stehen diese Eiweißmoleküle, ja, die dann schon langsam toxisch sind, klarerweise, stehen und warten, dass irgendwann einmal da freie Bahn ist. Nicht? Das fühlt noch immer nach, aber das spielt sich ja nicht, das kann nicht sein. Hallo, Entschuldigung, wäre es vielleicht möglich, dass man nicht deppert um was einfällt, bitte? Wir müssen dann raus! Wir vergiften gerade den Organismus, du Vollblampe! Und die werden natürlich sauer, diese Toxine. Und suchen sich Öffnungen. Käse. Keine Aura, das ist dann was anderes. Weil sie also, jetzt das Gefühl haben, dass da irgendwer im Saal vielleicht unter den Tisch ein tibetanischer Jack liegt, sind sie im Sitznachbarn nicht best. Das muss nicht heißen, dass sie der nicht wascht. Das kann schon sein. Aber vielleicht tut er einfach entgiften.
Wir haben da bei uns in der Schule gehabt, im Religionsunterricht, so einen kleinen, platten, stinkenden Kaplan. Nicht abwertend, Entschuldigung, der war so, das ist eine Beschreibung. Ja. Eh nicht, aber lustig. Das eine kommt ja, und in der Klasse haben die Scheiben angerannt. Das ist. Ich bin ja Gott sei Dank, muss ich sagen, in der letzten Reihe gesessen. Einigermaßen im Leo. Schlimm war es, wenn man durchgegangen ist, Zeichnungen kontrollieren. Wir haben immer so den Jesus zeichnen müssen mit irgendwas. Nicht? Und dann ist er gekommen und gesagt: der Jesus, ich weiß, das ist der Hannes. Dann habe ich schon gesehen, wie sich ein Herrgott schon langsam wieder auflässt. Weil wir haben damals noch keine säurefesten Filzstift gehabt. Und der hat auch so lustig ausgeschaut. Sie müssen sich noch vorstellen, kein Hals. Das heißt, von den Uhrwascheln da unten ja, ist die Wampen losgegangen. Das war wirklich das übergangslos so in die Wampen. Ja. Lustig, wie gesagt, also eigentlich witzig. Ich finde sie auch nicht schier, das muss ich auch dazu sagen. Ich finde einen Bauch nicht hässlich, absolut nicht. Also von der Form her, das spricht mich, ehrlich gesagt, mehr an als nur Haut und Beine. Ja, ich spreche natürlich da gegen den Modetrend und das Diktat der Modezeitschriften, aber ja, das signalisiert ja auch was, diese Form. Ja? Erstens mal Gelassenheit, in sich ruhen, Wohlstand, Bequemlichkeit, ah, mir kann nichts erschüttern, mir geht's gut. Ja, darum wird auch Buddha, vor allem der chinesische Buddha, immer mit Bauch und Lachen dargestellt. Ja. Nur wir natürlich, wir bewerten das natürlich gleich und sagen, schau den an, der blöde Sau mit seiner Fettwampe, mit seiner Notwendigkeit zu tun. Erstens mal geht dir das nichts an, wie ein anderer ausschaut, so fängt es einmal an. Und das ist falsch auch noch, weil das ist kein Fettwampen. Ja. Das Fett, was auf so einem Bauch rum ist, das sind vielleicht so dick, wie das sind ein paar Zentimeter. Nicht? Mehr ist das nicht. Das ist oben, da, unter der Haut. Das tut ja nichts. Das ist das. Gut, mitzahn muss es nicht. Aber ein Pottwal hat bitte 1 Meter Fett und der ist nicht ungesund. Dem geht's super. Ja. Das, was die schöne Bauchform macht, den es auch so gefällt, sonst hätten sie ja nicht so viele, diese wunderbare, wohlige Form, das ist kein Fett, das ist Scheiße. Also, ein Blader hat ca. so 15 Kilogramm Scheiße in seinem Darm drinnen. Ja? Und dieser Darm, wir reden jetzt vom Dickdarm, der hat nicht mehr die Form eines Schlauches, so, da, wie es sich gehört. Nein, das ist eine arge Skulptur. Ja? An manchen Stellen so ganz dünn, da geht gar nichts mehr durch. Und an einer anderen Stelle wieder so ein Blodern, so wie eine Melone. Da liegt ein Martini-Gansl vom Zweitausgehör drin. Wobei, das ist ja dann kein Martini-Gansl mehr. Das ist nach so vielen Jahren dann schon Leichengift. Und so vergiftet sie unseren Körper von innen heraus. Da sind diese ganzen Umweltgifte vollkommen wurscht. Jetzt machen wir das eh selber. Das war wurscht. Das heißt also, unser langsamer Gifttod, und das ist es oft letztendlich, beginnt im Ackerboden und endet dann sehr, sehr qualvoll im Krankenhaus mit dem Giftgnadenschuss, nämlich der Chemotherapie. Moment, so ein. Aha. Nein, da ist, Entschuldigung, ich habe immer so Regieanweisungen auch dabei stehen. Noch Chemotherapie in Klammer, extra noch kurze Pause, weil Batzengelächter im Saal, aber offenbar habe ich es eigentlich schlecht gebracht heute, das kann auch sein. Nun gut, so schleichen wir uns nun thematisch langsam über unsere Nahrungsaufnahme an den sehr, sehr unbeliebten Zustand der Krankheit heran. Wobei bitte keinesfalls jetzt der Eindruck entstehen sollte, dass Kranksein nur auf das maßlose Fressen von Scheißdreck zurückzuführen ist. Natürlich ist maßloses Scheißdreckfressen ein wunderbares Fundament für einen wirklich sehr, sehr qualvollen Lebensherbst. Aber dazu braucht es dann auch noch andere Bausteine, so kleine Helferlein am Weg zum körperlichen Unglück. Neben nicht bewegen, wo es mehr alle wissen, sind das sehr beliebt und auch sehr wirkungsvoll Stress und seelisches Leid. Das, was wir so als Stress bezeichnen, ist im Prinzip nichts anderes wie ein Vorgang des vegetativen Nervensystems. Das heißt, wo der Körper automatisch vom Parasympathikus in den Sympathikus umschaltet. Also von Standby in den Kampfmodus. Und das schneller, als unser Hirn das könnte. Das macht der Körper, wir sind eh noch langsam bei solchen Sachen, Tiere viel, viel schneller. Der Ernst, jetzt so nebenbei, ich hab da jetzt gesehen einmal eine Dokumentation über Löwen. Ich schaue ja gern so Tiersachen. Schon als Kind, alle Dokus, Flipper, Daktari, Lassie, alles geht. Ja? Und da war was über Löwen, das war wirklich beeindruckend. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Löwe ist im Tiefschlaf. Also wirklich, der ist weggeschossen. Der trabt vom Punkt straffte Zebras, er ist der König der Löwen. Ja.
Und jetzt gehen wir zu dem Löwen hin und stupsen ihn an. So, hey, Löwe. Und jetzt schätzen Sie bitte einmal, wie lang dauert es, bis Sie tot sind? Wenn Schätzen nicht schwer ist, roten Sie ganz einfach. Nicht so, hey, Löwe. Bitte? 30 was? 3 Sekunden. 3 Sekunden? Okay. Na, da haben Sie was falsch verstanden. Entschuldigung. Nicht ein ausgestopfter Löwe, es ging um einen lebenden Löwe. Ein lebender Löwe braucht 700. Hey, Löwe! Licht aus! Eigentlich ein schöner Tod, also das ging es halt einmal mit. Wenn man das überleben möchte, da heißt es üben. Ja, wegzucken üben, am besten daheim, mit Katze nicht. Hey, Katze, oh, bist deppert, die Grot, bist, oh! Geil nennt sie als Kassen, depperte Herrst. Das heißt, Stress ist absolut keine Errungenschaft des modernen Menschen unserer Zeit, das haben wir nicht erfunden, den kannte bereits der Neandertaler. Sogar dieses Burnout-Syndrom, was glaube ich mittlerweile sogar schon auf Krankenschein gibt, wenn ich mich nicht täusch, diesen Burnout, das hat der Neandertaler ganz genauso gehabt wie mir. Nur was halt eine andere Reihenfolge. Also, bei uns ist es so, dass lang anhaltender, immerwährender Stress irgendwann zum Burnout führt. Beim Neandertaler war es so, dass der Burnout, sprich das Ausgehen des Lagerfeuers, zu Stress geführt hat, während die anderen kaut haben. Was sagt uns das? Der Auslöser für jede Stressreaktion ist immer dasselbe, und zwar Angst. Und zwar wirkliche Überlebensangst. Also wenn dieser Neandertaler jetzt unterwegs war, auf der Jagd, ja, und ist plötzlich auf ein nicht jagbares Tier gestoßen, ja, zum Beispiel den Säbelzahntiger, wurde plötzlich der Täter zum Opfer. Und in dem Moment hat der Körper automatisch eine Stressreaktion ausgelöst. Warum? Um dem Neandertaler wenigstens den Funken einer Chance zu geben, dass er die Situation irgendwie verzerrt. Das heißt, Blut in die Muskeln rein, Gesicht bloß, fotografieren tut ihm jetzt keiner, wurscht, Verdauungsapparat, Standby, geschissen wird später, Bauchspeicheldrüsen ist eingefahren mit Insulin, Adrenalin eingefahren, Blutdruck auf, ja. Und das Hirn hat auf einmal Botenstoffe erzeugt und andere Sachen, na da, das kostet am Karlsplatz viel Geld. Da ist Christel wirklich ein Bämmel dagegen. Das ist ein Programm gefahren mit dem Neandertaler, das, der war schmerzbefreit, ja. Wirkliche Gifte, die der Körper selber erzeugt. Nur, sobald die Stressreaktion vorbei war, hat der Körper automatisch diese Gifte wieder ausgeleitet. Stress vorbei, in unserer Situation, in unserem Beispiel, bedeutet, dass die Flucht vor dem Säbelzahntiger gelungen war. Oder eben der Neandertaler vom Säbelzahntiger gefressen wurde. Der Stress war auf jeden Fall vorbei. Im Gegensatz jetzt zu diesem Neandertaler leben wir aber in einer Welt, in der der Säbelzahntiger ja ausgestorben ist. Und weil uns das auch irgendwie leid tut, haben wir uns heute viele Säbelzahntiger selbst erschaffen, die uns jetzt zwar nicht direkt ans Leben wollen, aber in uns eigentlich genau dieselben Stressreaktionen auslösen wie ein frühgeschichtlicher Vorfahre. Diese Stressreaktionen, oder sagen wir so, diese, es sind ja dann Säbelzahntiger in Wirklichkeit, also nicht echte, dass ich jetzt glaube, dass da echte Tiger sind, nur das ist, ja, das sind nur der Vorstellung Tiger. In Wirklichkeit sind das Sachzwänge. Ja, also sind Sachen, die uns zwingen, das zu tun, was sie wollen. Und das aber absurderweise, obwohl wir sie erfunden haben. Zum Beispiel, meistens beginnt ja unser Tag schon mit einem Säbelzahntiger namens Radiowecker. Ja, der aber natürlich niemals alleine auf die Jagd geht, immer in Kombination mit seinem Freund, dem Säbelzahntiger Kratki. Dann mit den Kindern, die wieder mal nicht aus dem Bett wollen. Geht's, Kinder, wir sind schon mehr der Zeit. Gehen wir raus, gehen wir. Ja, 72 Junk-Mails in der Mailbox. Ein Trojaner auf der Festplatte, was ist da? Das kann ja sein. Ja. Der Entschlatter, der anruft. Sie Freunde, wir hängen da ein bisschen im Stau, sie sind nicht noch länger daheim. Nein, ich nicht länger. Hallo. Das Handy, das leider die Nacht nicht in der Ladestation, sondern blöderweise in der Jackentasche verbracht hat. Hörst, ja? Die Autoschlüssel, die leider die Nacht nicht in der Jacke, sondern blöderweise in der Waschmaschine verbracht haben. Ja, das geht halt, ja.
Die eingetrocknete Vogelkacke auf deinem frisch polierten perlschwarzen Audi. Na, das ist ja nicht der Wurst, was du hörst. Ja, und dann der depperte Mac-Café-Flick. Auf deiner sonst so weißen Weste. Und das 2 Minuten vor dem wichtigen Termin mit dem wichtigsten Menschen in deinem Leben. Mit dem Personalchef. Das ist aber erst 9:30. Das geht den ganzen Tag so durch. Ja. Bis wir einschlafen, warum wir überhaupt nur einschlafen können. Ja. Das heißt, wir hüpfen von einem Säbelzahntiger zum anderen. Und immer wieder wird giftige Säure in uns hineingespritzt. Ja. Und das aber vollkommen sinnlos. Weil keiner dieser Säbelzahntiger will uns ans Leben. Kein einziger. Dieser Kaffeefleck auf dem weißen Hemd, das ist nur ein Kaffeefleck auf dem weißen Hemd. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir glauben, dass das Hemd kein Kaffeefleck haben darf. Und wir in dem Moment auch schon die Zukunft wieder voraussehen können. Den Personalchef. So kommen Sie zu mir. So mit einem Kaffeefleck am Hemd. Also ich muss sagen, also nicht besser, also mit einem Kaffeefleck. Ich meine, da kannst du beim Starbucks anfangen, mein lieber Herr. Ja, aber ich meine, mit einem Kaffeefleck. Also herzlich willkommen mit einem Kaffee. Das heißt, wir träumen sie uns herbei. In unseren Tagträumen. Die Säbelzahntiger. Und so wird natürlich allmählich unsere Geschichte zu dem einzigen Albtraum. Wir beginnen zu leiden. Weil es nicht so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann sind wir böse auf es und zornig. Nur bitte, was kann es dafür, dass wir eine vollkommen falsche Vorstellung von ihm haben? Ich kenne das von mir selber. Das ist immer so, meistens Ende März wäre geil. Aufs Motorrad fahren, da juckt es mich schon, da denkt man, Alter, ja, na, was macht man? Eine Ersatzbefriedigung, man geht auf irgendeine Motorradmesse, ja, und da steht es da und da, bitte haben wollen, da schau, eine Mutter Guzzi vor sieben, das ist die, die ist aber, plus schau, die möchte, die, und dann stehe ich vor der Guzzi, und was ich sehe, ist nicht das Motorrad, ich sehe schon die Zukunft, ich sehe mich, mit der Guzzi, ja, auf einer kurvenreichen Landstraße dahin fahren, ja. Blauer Himmel, 25 Grad, niemand unterwegs, nur ich. Der Asphalt, griffig wie ein Schleifpapier, ja. Und in 200 Kilometer Umkreis, kein Kappenständer. Das, was ich in dem Moment nicht sehe, ist mich mit dem Motorrad. Bei 8 Grad im strömenden Regen auf der Südostern gehend, im Stau, am Bannernstreifen in einer hinnigen Zündbox, ja, und ein bewaffneter Österreicher schafft es da verloren. Nur, das ist leider ein Selbstbetrug, eine Lebenslüge. Weil das gehört zum Motorradfahren einfach dazu. Ja? Genauso wie jedes Auto einen Kratzer hat. Es gibt kein Auto ohne Kratzer. Das ist eine Wunschvorstellung, na klar, im Prospekt. Okay, ja, weil ich denke, ich bin der Große, die Kaffee wird hart, wie der Große. Aber die Lieren da drinnen. Haben Sie schon mal diese Durchschnittsverbrauchswerte angeschaut? 4,8 Liter im Drittelmix. Man muss dreimal in der Nacht aufsteigen und eine brunzen vielleicht, ja, aber sonst nie. Die Lieren und so, es ist einer vollkommen wurscht, ja. Und wenn Sie jetzt schon ein neues Auto haben wollen, was ich gut verstehen kann, weil das ist ja was, man. Wofür arbeitet man? Ja, ist ja so. Wofür opfert man Zeit, die man mit den Kindern verbringen könnte oder für sich selber oder wo auch immer, zum Wandern, zum Spazieren gehen? Man opfert sie, damit man sich was Schönes kauft. Nächstes Auto. Dann bestellt man das, 8 Wochen Lieferzeit, oh, die Vorfreude. Und dann ruft der Autotandlauer, der in den geknogelten Bock mit der falschen Rolex, nicht? Wir können uns anmelden. Nehmen wir sie extra einen halben Tag Urlaub, nur zum Auto holen. Ja. Und dann steht man davor und sagt, weißt du, Chef, das Pearl Marrakesch braun, ich muss sagen, eine gute Wahl. Bin ich froh, dass ich mir den Schwarz genommen habe. Das ist wirklich sehr schön. Das ist. Pah, kann ich meinen Schlüssel haben, bitte? Ja, Dankeschön. So, da, so. Gatschak!
Machst du den ersten Kratzer gleich selber ein? Ja. Den haut sich aus, aus den Knochen gebogen. Das ist klar, der packt das nicht. Aber sie sind entspannt, sie haben sich einen Spraylack noch aus der Tasche raus und spritzen nach vorne auf den Motorhaum Futter auf. Ja. Was soll da noch sein? Nix. Ja. Geht jetzt fast schon im Bereich von Lebensberatung. Und all das Leiden und der Zorn darüber, dass unser Rucksack nicht mit der Geschichte angefüllt ist, mit der dann eigentlich angefüllt sein sollte, lässt uns zu Giftzwergen werden, die dann Gift in sich selbst und auch in die Umwelt verspritzen. Ja? Also fassen wir noch mal zusammen. Scheiße gefressen, imaginäre Säbelzahntiger und eine unerreichbare Zukunft, die nicht so ist, wie wir sie uns vorgestellt haben. Also so habe ich mir meine Ehe aber auch nicht vorgestellt. Geleitet uns dann sanft, aber sehr, sehr sicher, einen vollkommen neuen Lebensabschnitt, nämlich der chronischen Krankheit. Die chronische Krankheit ist dann der Zustand, wo das Leben in uns, das Dasein in diesem geschundenen Organismus nicht mehr lebenswert findet und sich einen Fluchtplan überlegt, Notausgänge sucht. Herzkasperl, Schlagerl, Krebs, das ist wurscht. Hauptsache weg von dieser Strafkolonie des Universums, genannt Erde. Oft werden ja dann solche Ereignisse als schwerer Schicksalsschlag bezeichnet, wobei ja ein Schlag eher was Ungeplantes ist. Also wenn man jetzt auf einer Wiese spazieren geht, blauer Himmel, höllichter Tag, Sonne scheint, ja, und ich werde von einem Blitz erschlagen, das ist wirklich ein Schicksalsschlag. Bei einem Gewitter und einem Baum ist schon wieder Blödheit. Und unsere sogenannten krankheitlichen Schicksalsschläge sind aber meistens von wirklich langer Hand, natürlich gemeinsam mit Arzt und Apotheker, geplant. Inwiefern es dann ein anderer krank war, das weiß man nicht. Ich würde davon ausgehen, dass er krank war, warum nicht? Was es nicht gegeben hat damals, war das lange, schwere Leiden. Denn wenn dann ein anderer krank war, ist er entweder von selber gesund worden oder er ist gestorben. Was man schon weiß ist, man hat in Frankreich ein Grab gefunden, ein Sensationsfund damals mit mehr als 30 Neandertaler-Skeletten und jedes davon hatte mindestens einen Knochenbruch. Was mich wundert ist, dass man da nicht weitergrabt, weil wenn ich das finde, da her, ich nicht auf ins Grab und dann grabe, bis ich den Motoren gefunden habe. Aber war damals nicht so interessant. Nein, also ich glaube nicht, dass diese Knochenbrüche jetzt darauf zurückzuführen sind, dass die Neandertaler jetzt schlichtweg gebogen worden zum Fuß, wenn sie da was gebrochen haben. Die haben probiert, mit Hilfe der Knochenbrüche andere Krankheiten und Bewegungen, wie zum Beispiel Harnwegsinfekte, Migräne, Regelbeschwerden etc. etc. zu heilen. Na, das klingt jetzt absurd, aber es gibt ja auch heute noch so alte Hausmittel. Wenn man zum Beispiel ein starkes Zahnweh hat, weiß ja jeder, 100er Nagel nehmen, reinigen mit Jod, damit nichts sein kann, einen schönen großen Schlägel und mit zwei, drei zügigen Schlägen den 100er Nagel durch die Kniescheiben durchjagen, das Zahnweh ist kein Thema mehr. Das ist wie wegblasen. Ja? Blödsinn. So ein Schwachsinn muss dir einfallen. Das war genauso, wie wenn man kein Reizweh hat und frisst so lange Wolter rein, bis man einen Magendurchbruch hat. Vom Arzt verschrieben. Ah ja, genau so deppert war das. So, was ist aber im Gegensatz zur chronischen Krankheit die entzündliche Krankheit? Und ich möchte das anhand einer der wohl qualvollsten Krankheiten des letzten Jahrhunderts erläutern. Der Verkühlung. Und mancher Mann sich dann wünscht, dass er niemals geboren wäre, wenn ihn die Verkühlung ereilt. Meine Damen, Sie brauchen nicht deppert lachen, ja. Ja, jetzt muss ich schon eines sagen, meine Damen, ja, bei der Gelegenheit, ja. Wenn einmal nämlich das Nasal angeschwollen ist und man gar keine Luft mehr durchbekommt, meine Damen, ja, und der Hals und jede Schluckbewegung einen Schmerz auslöst, meine Damen, da muss ich Ihnen schon eines sagen, ja, da ist Kinderkriegen, ein Klacks dagegen, das gehört auch einmal gesagt, bitte sehr. Oft wird dann so eine Erkältung ja als Grippe bezeichnet. Da kommen jetzt noch die Grippe, Gott, Gott. Was auch vollkommener Schwachsinn ist, weil im Gegensatz zu einer banalen Verkühlung ist die Grippe ja, wie wir alle wissen, eine wirklich tot
bringende Seuche, die immer dann auftritt, wenn es ein Überangebot an Impfstoffen gibt. Dann muss mir lustige Namen geben, die sich auch der Dümmste merkt. Tiernamen zum Beispiel: Vogelgrippe, Schweinegrippe. Weil wer möchte so sterben wie so? Na, das brauche ich nicht. Oh, na, das brauche ich sicher. Da kann ich lieber impfen, wie so brauche ich nicht. Wobei ich hier nicht erst der Pharmaindustrie in die Schuhe schieben möchte, dass ich diesen Schwachsinn gemeinsam mit den Gesundheitsministerien und mit Unterstützung der Medien natürlich anzetteln, um sich eine goldene Nase mit diesem Impfstoff zu verdienen. Das wäre vollkommen absurd. Ja, das ist ja dann ein Peanuts, was willst du mit den paar Impfstoffen da? Wo es dann schon was zu verdienen gibt, natürlich, ist dann später durch die Nebenwirkungen dieser Impfung. Aber das ist dann ein nachhaltiges Wirtschaften. Dann können sich andere vielleicht ein Beispiel nehmen. Was ist jetzt aber eine Verkühlung? Und ich möchte das Ihnen so erklären, dass ich Ihnen sage, was sie nicht ist. Was sie nicht ist, ist eine in der U-Bahn herumschwirrende Krankheit, die auf dich lauert. Ah, die hole ich mir schon. Der hat kein Vitamin C gefressen. Die dann wie ein Alien in dich eindringt. Versucht, deinen Körper zu infiltrieren, wie ein Trojaner darauf wartet, die Macht über deinen Körper übernehmen zu können. Das ist eine ganz, ganz kranke Vorstellung von einer Krankheit. Also Viren, Bakterien, Keime, die lauern nicht in U-Bahnen. Ja, die hucken auf Gurken, auf Spanisch, die machen. Nein, die sind immer und überall. Ja, ja, da herinnen. Seit 3 Milliarden Jahren gibt es die. Die kennen sich wirklich gut aus. Die sind fast daheim da, kann man sagen. Ja. Und wenn ich da jetzt über dieses Rednerpult da drüber fahre, ja, habe ich jetzt auf meine Hände alle Keime, alle Bakterien, die da herumschwirren. Ja. Und das ist vollkommen wurscht. Ja. Die tun mir nichts. Natürlich, ich möchte das nicht verharmlosen. Es gibt todbringende Keime. Ja. Aber nicht da. Und sowas sehen wollen, also sehen nicht, aber erleben wollen, gehen sie in ein Spital, in ein OP. Ja. Weil die tut. Die haben eine Ranger-Ausbildung, das sind wirkliche Mutanten, also die kennen sie ja auch, das sind Kampfmaschinen dort. Ja. Aber so ein kleiner Virus, wenn sich der gerade macht und sich bei dir da auf die Zelle draufhuckt, als blinder Passagier sozusagen, der hat mich gespannt, der muss mich finden. Ich schau immer wahr. Na klar, findet man erst. Wir haben doch eine Betriebsfeuerwehr, unser Immunsystem. Und die warten noch drauf, dass ein bisschen was zu tun ist. Ehrlich, gibt's für eine Feuerwehr was Schöneres, wenn man es brennt? Ha? Blaulicht, endlich bei Rot, Rede und Betriebe, la lü, la la la, wieder schicke Uniform, hey! Und dann fährt das Immunsystem, die Betriebsfeuerwehr durch den Körper, sucht nach Viren und wenn schon dabei ist, auch den ganzen anderen Scheiß, diese Toxine, die da herumschwirren in uns, ja, die werden gleich mit weggerannt und zwar durch kleine Feuer. Das Immunsystem verbrennt das alles. Die werden entzündet, diese Feuer. Das ist eine entzündliche Krankheit. Also, wenn es Nasal rennt und brennt und der Hals und jedes Gelenk, ja, sind sie froh. Das ist ein Reinigungsprozess, ein kleiner Service. Und die absolute Geheimwaffe von diesem intelligenten Organismus, ja, ist das Fieber. Weil das ist wie ein Weihnachtsputz. Da drehen wir einmal auf, flächendeckend, huf, alles was drin ist. Wenn sie 3 Tage Fieber haben, sind sie nicht formatiert, da sind sie ein anderer Mensch. Hey, Alter, was ist du, Pisser? Ich hab Fieber gehabt, stell dir, was ist? Ja. Also, mich fasziniert sowas. So einen klugen Körper haben wir. Ha? Nur wir wollen natürlich keinen klugen Körper. Was wir brauchen, ist ein funktionierender Körper. Ich scheiß auf einen klugen Körper. Ich kann mich nicht 3 Tage in den Hafen deppert legen. Wer zahlt mir die Leasingrate von Marrakesch? Böllscheiß. Na, das Immunsystem nicht. Genauso wie kein deppertes Sättigungsgefühl braucht man bei einem Ologenit-Buffet stehen. Das ist kontraproduktiv. Das heißt also, jedes Mal, wenn unser Betriebsfeuer das Immunsystem ausfährt, zu einer Übung, ein paar Viren wegrammen, stehen wir schon vom Feuerwehrhaus. Hey, oben vom Gas, hey, Feuerwehrplan, komm her. Folgendes. Ich habe bekannt machen, mein Arzt, mein Apotheker, Niacidran, Infopinne, Antibiotika, wir haben sie im Griff, ich gehen sie gehen aus, schaut die auch mit der Titeluniform. Zurück in den Unterschlupf, macht einen Feuerwehrheiligen, und geht zu uns, bitte nicht am Arsch. Okay, danke fürs Gespräch. Unser Immunsystem fällt wieder zu. Ja.
Wenn das einmal passiert, na gut, was, ja, auch kein Problem. Nicht? Aber jedes Mal, irgendwann ist die Betriebsfeier fast ein bisschen beleidigend. Man muss es selber machen, alles lecker, nicht? Weil das ist so gescheit sein. Und selbst wenn das Immunsystem eh entspannt ist und noch will, irgendwann kann es nicht mehr. Weil eine Feuerwehr, die nicht übt, die weiß dann nicht mehr, wie man den Schlauch ausruht. Und jetzt steht das Immunsystem dann plötzlich vor ein paar so entartete Zellen und. Komm her, ich schau dir, was? Was? Ja, dumm war, das weiß ich auch. Dumm war, so gescheit bin ich auch. Dumm war. Ne? Aber. Weißt du, hört, ich sag dir was. Entspannung. Die haben das eh im Griff, die machen das. Wir gehen einmal, genau, wir trinken einmal was und dann, dann machen wir das. Wenn das passiert, dass dein Immunsystem nichts mehr macht, was es nicht mehr will und nicht mehr kann, dann geht es uns plötzlich super. Nie wieder krank. Ich muss sagen, seit Jahren keine Verkühlung, kenne ich nicht. Fieber gibt es mir nicht. Ich klopfe auf Holz, muss ich sagen. Also wirklich, gut, ich ist auch früher auch schon so im Winter, nicht, aber ich muss sagen, also, nein, Grippe, so, Blutdruck, alles, alle bloß, ich schön rot, auch im Winter, alles da. Also ich muss sagen, also nein, also seit Jahren keine Grippe, kenne ich nicht. Rosnatur. Wenn zum Beispiel 95% unserer Leber abgestorben sind, merkt man das nicht, weil diese Leber ein extrem geduldiges Organ ist. Bei 96% stirbt man sehr schnell. Das kann da keiner mehr helfen. Aber nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Der Trottelspruch gilt natürlich für Patienten nicht. Ja, weil das, was unsere Medizin braucht, sind natürlich Patienten, die krank sind, Schmerzen haben, leiden, aber dabei nicht sterben. Das kann man Zeit so einstellen. Das geht. Geht nicht ewig, aber eine Zeit lang geht's. Also spätestens dann, wenn ein Privatpatient wegen seinem Facelifting auf der Bett wart, dann wirst du vielleicht von der Medizin aufgegeben. Aber kein Grund zur Traurigkeit. Wenn das passiert, ergeben sich für das Leben in dir plötzlich wieder neue Möglichkeiten. Entweder du wirst blitzartig von selber gesund oder du kannst endlich würdevoll sterben. Und damit kommen wir jetzt abschließend zu meinem absoluten Lieblingsthema, zum Tod. Lieblingsthema nämlich deswegen, weil ich weiß, dass ich jetzt bald nach Hause gehen kann. Na klar, das ist schon sehr anstrengend, wenn man 2 Stunden am Tag für seinen Lebensunterhalt aufbringen muss. Also so ist das auch wieder nicht. Ja? Ich finde, dass wir prinzipiell sehr, sehr gut mit dem Tod umgehen. Wir verdrängen ihn und schon ist er nicht mehr da. Ab und zu haben wir Angst davor, wenn man in der Röhre liegt, beim CD zum Beispiel, nicht, eh schon in den Stift heraus. Bitte dich, bitte nicht. Das war, dann hören wir den Arzt schon reden, ne? Der Fleck gefällt mir nicht. Also, hässlicher Fleck, der ist gar nicht schön. Kommen Sie, mein Kollege, sehen Sie den Fleck, der gehört da nicht her. Ach Gott, das ist ein garstiger Fleck. Dabei meinte nur den Kaffeefleck auf seiner weißen Weste. Gott sei Dank, eh nichts. Ja, ich hab's gewusst. Dann haben wir einen Befund, da stehen viele Zahlen oben. Das ist eine alt, da schaut das alt. Nein. Und diese Zahlen da oben, die sind mindestens genauso viel wert wie diese Durchschnittsverbrauchswerte im Autoprospekt. Und dann gibt es wieder Momente in unserem Leben, wo wir wirklich über den Tod philosophieren. Weil im Wein ja auch oft die Wahrheit liegt. Ne? Also ich muss da ganz ehrlich sagen, verstehst du? Eins sage ich, wenn ich jetzt zum Beispiel stirb, man wünscht das nicht, aber ganz, wenn ich stirb, wenn ich was wünschen darf, ich würde mich sterben, wie mein Opa gestorben ist. Verstehst du? Wie der Opa? Einschlafen. Weißt du? Friedlich. Eingeschlafen, Licht aus, Ende Banane. Mit dem kann ich leben. Also sterben, in dem Fall. Ja. Aber wenn ich mir jetzt was wünschen darf, ja, ich will nicht krepieren wie mein Onkel. Also das, wenn das irgendwie bitte. Weil der ist im Auto daneben gesessen, wie der Opa eingeschlafen ist. Was? Moment. Aber jetzt ehrlich. Meine Herrschaft, so groß wie Sie da jetzt tun, ja, ist der Unterschied zwischen Opa und Onkel aber nicht. Weil was heißt denn das in der Realität? Ja? Der Onkel, ne? Handel, was alles? Schaffst du mir da ein Herz? Hansi, geht's dir nicht gut? Handel, was alles? Hey, Hansi, linke Vorbahn, Magiros Deutsch. Ui, das wird knapp. Licht aus. Also es macht es gerade nicht mehr fett, sagen wir so, oder? Aber offenbar ist es ja nicht die Tatsache, dass wir sterben, die uns belastet wird. Das ist im Package dabei. Da hätten wir uns früher überlegen müssen, wenn wir drinbleiben. Aber
Was uns so belastet, ist, dass wir nicht wissen, wie uns dieser Tod eines Tages ereilen wird. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten, gell? Zum Beispiel, jetzt, wenn ich hier wäre, im Krieg gegen die Gläubigen. Weil gegen die Ungläubigen sind eh alle anderen im Krieg. Ich bin im Krieg gegen die Gläubigen. Gegen alle die, die jeden Blödsinn glauben, den sie im Radio sehen. Nein, im Radio sehen. So, das müssen wir noch einmal machen, bitte. Ja. Die jeden Blödsinn glauben, den sie in den Nachrichten, also nein, nochmal. Jeden Blödsinn glauben, den sie in der Zeitung hören, im Radio sehen und im Fernsehen lesen. Jetzt ist beinahe, was passt. Gegen die kämpfe. Einen heiligen Dschihad, ja, für meine Eigenverantwortung, Hirn einschalten. Und deswegen bin ich bereit, hier und heute, vor laufender Kamera, und das ist eine Sensation, das ist eine super Promotion-Geschichte, ja, ein Märtyrer-Tod zu sterben. Ja. Das heißt, die Türen sind versperrt, sie kommen ja nicht heraus. Ja. Und mein kleiner Affe, der Bob, ist natürlich kein Maskottchen. Ich habe ja kein Schuss, ein Maskottchen auf der Bühne. Ich glaube, ich bin wo angerannt. Das ist meine Bombe. Das ist eine ganz moderne Bombe, also das ist nicht so ein Tick, 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 wo sie schon seit einer halben Stunde wissen, wie der Bombe schaut, der Tick, der blieb blick, nicht gar nicht gesagt, mit einem Modem. Hightech, das geht so, das hat eine SIM-Karte, aber ich zeige Ihnen das. Das muss ich anrufen, wenn ich die Nummer anrufe, passen Sie auf, das geht ganz einfach. Ich brauche das nur wählen. Das kann aber jetzt nicht sein, bitte. Pfah. Das ist auch was, was es früher nicht gegeben hat, zum Beispiel. Ja. Hättest du es früher gegeben, dass du die Nummer von deiner Bombe nicht weißt? Ich meine, man braucht es noch einmal, aber trotzdem, wo ich mir irgendwas auf einem Kasten. Das ist jetzt sowas von peinlich. Das schneiden wir dann aus, das suche ich auf der Telefonnummer. Alter, das ist ein Wahnsinn jetzt. 0680, das war das beste Angebot. Das ist jetzt keine Werbung, das sage ich nur, weil es so ist. Also, ich weiß, es ist wurscht, aber da geht es ums Prinzip. Nicht? Muss ich sagen, 9, 3, 2. 777, das 777 hätte ich wenigstens merken können, das ist eigentlich eine schöne Nummer 77. So, Rufaufbau, okay, das passt, da hört man jetzt auch nichts. Aber normalerweise müssen wir jetzt leiten, tut auf jeden Fall der Bob. Ah. Hallo? Hallo, Entschuldigung, nein, jetzt weiß ich nicht, das irgendwas. Nein, ich weiß nicht, wie spät es ist. Nicht besser, ich habe andere Suchen gerade. Bitte, nein, aber Entschuldigung, Sie vielleicht, bitte kurz dranbleiben. Eine Frage, können Sie mir helfen? Und zwar, könnte ich bitte mit Bob sprechen? Also, das zum Beispiel wäre ein extrem schöner Tod. Oder haben Sie Angst vor dem Sterben? Sie haben bis zum Schluss gelacht und nachher noch applaudiert. Ist das super, oder? Gut, die, die jetzt zusammenkommen müssen, für das eine Scheißsocken. Das ist keine Frage. Ja. Anderes Beispiel. Ich bin wieder im Krieg gegen die Gläubigen, das lassen wir so wie es ist. Und nur ohne Bombe, vollkommen unblutig. Ich habe die Türen wieder versperren lassen, das ist auch so. Und ich werde ganz einfach diesen Vortrag jetzt immer wieder von Neuem beginnen. Ja, das heißt, ja, ganz gut, das ist und zwar so ein Loop, so ein Endlosschleifen, das kommt immer wieder. Und zwar so lang, ja, bis wir alle miteinander nicht mehr kennen. Ja, bis wirklich ganz, ganz eng wird, viel Zeit zum Nachdenken, ja, mein Lieber, ja, bis wir die eigene Brunze saufen irgendwann, ja, bis wir uns gegenseitig auffressen, ja, bis wir sudern, ist gut, ja, gesund, gehen wir nicht zu den Bruletten, gehen wir lieber zu Niamarani, das wäre ein hässlicher, qualvoller Tod, ja, aber jetzt egal. Beide Todesvarianten sind natürlich jetzt nur Gedankenformen in meinem kranken Hirn. Jetzt auch in Ihrem. Genauso wie alle anderen Todesvarianten, die wir uns so gerne in unserem Leben ausdenken. Flugzeug abstürzen ist belebt, Krebs kriegen sowieso, ja, etc. etc. Die Realität ist aber eine ganz, ganz andere. Wir sterben jetzt gerade alle nicht. Aber irgendwann schon. Oh, das merkt man. Weil sie stehen bleibt, die Zukunft. Zuerst freut man sich natürlich. Ja, jetzt haben sie gewusst, jetzt steht's. Nur in dem Moment, wo sie steht, dreht sie sich um, tut die Masken runter, zeigt uns ihr knöchernes Gesicht, bockt die Sensen aus. Und das ist dann der Moment in unserem Leben, wo wir das erste Mal aufhören, einer Zukunft zu nachrennen. Und mit dem jetzigen Moment gar nicht so unzufrieden sind. Dann wird das sagen, ja, man ist mir jetzt aber so schlecht, eigentlich, du. Du geh dabei! Geh voraus! Mach irgendwas! Kein Stress!
Ich komme, ich tue lang. Ich, das Herz ist kuppert, jetzt umgelegt. Das hast du berechnet mit dem Herz. Olli! Ja, und dann kommt der Moment des Todes. Das ist dann der Moment, wo eigentlich unser Leben und das Leben von einer anderen wieder vollkommen ident sind. Alle Formen lösen sich auf, die Geschichte, der Name. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie der Neandertaler konkret mit dem Tod umgegangen ist, was wir schon wissen. Wenn man hat eben Gräber gefunden, es hat damals einen Totenkult gegeben. Was uns wieder erzählt, dass es damals bereits ein Visum, ein Leben nach dem Tod gegeben haben muss. Und es ist auch ganz bewusst ein Visum, kein Glauben, weil diese primitiven Naturvölker im Gegensatz zu uns die Fähigkeit hatten, in die Geisterwelt zu reisen. Ja? Also die haben sich wieder in Trance getrommelt oder in Trance getanzt. Der eine andere hat sich ein Fliegenbezuppel gemacht und eingeschnitten. Der Indianer hat sich ein Pfeifferl gebaut und... Puff, und hat sich weggeschossen und dann ist er geflogen. Boah, wow, bist du, boah, so arg, boah. Hat sich gedacht, hey, auch nicht schlecht. Vor was noch Angst haben, bitte? Vor dem, na. Und darum wissen wir, ja, dass die Indianer, also der alte Indianer, wenn er gemerkt hat, dass jetzt bei ihm an der Zeit war, hat dann auch einfach seine Familie um sich versammelt und hat zu einer gesagt, man ist sie weh, nicht wahr? Mach ich, mach sie nicht, sie weiß aber nicht, hey, wa. Mach sie nicht, weiß sie nicht, hey, wa. Sind immer geil, ja. Hei, sind ja auch heil, so war hei. Nachher so, mach das Ding auf, sehr wahr. Was so viel heißt, wie leicht mein Arsch gestorben. Und dann ist er in den Wald gegangen und ist gestorben. Jetzt stellen Sie sich das bitte vor, ja. Sie daheim, eh schon Stress, müssen aus dem Haus. Und auf einmal schreit dieser demenzkranke Pflegefall aus dem Nebenzimmer, der früher der Opa war, bevor es dieser Pflegefall war, schreit der auf einmal, geh! Warte mal! Ich wollte nur noch was sagen, bevor es geht. Wenn du heute heimkommst, bin ich nicht mehr da. Nur, dass man nicht besser ist oder auch, dass auch nicht traurig sein. Weißt du, ich gehe heute oben im Park sterben. Was? Bist du angerannt? Sag einmal, ich muss. Ich hab keine Zeit für die Blödheit. Sag mal, weißt du was? Ich lasse dir ein paar Perlen von dir, da bist du nicht mehr. So, jetzt kommst du jetzt heim. Jetzt reicht's, ja. So, bitte, Rettung! Die einzige Rettung für den Opa war der Baseballpark. Und mir lasst es nicht. Das heißt also, wenn wir was fürchten sollen, dann ist es nicht der Tod. Das kann ein guter Freund sein. Wo es ein bisschen eng wird dann im Finale, ist das, was uns davor antun werden. Das kennt ein bisschen... Das könnte man auslassen. Ja, nachdem jetzt die Stimmung am Höhepunkt ist, die letzte Frage. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und auch das weiß ich natürlich als Vortragender, ja. Also zumindest der Körper lebt nach dem Tod weiter. Die Mikroorganismen warten schon darauf, dass sie uns eines Tages kompostieren dürfen. Und der Keim, der uns irgendwann zerlegen wird, der kommt nicht von außen. Der ist schon bei der Geburt dabei. Ja? Und der dient dem Leben. Also nicht mehr dem Ich, nicht mehr der Geschichte, aber dem Leben. Ja, aber was ist mit dem Bewusstsein, der Seele, dem Geist? Das ist ein bisschen schwerer zu beantworten. Insofern, da fehlen mir diese Erfahrungswerte. Aber wir brauchen uns deswegen wirklich keinen Kopf machen. Es wird wurscht sein, oder? Wenn entweder es ist nichts oder es spielt sich an. Ich glaube eher, dass gar kein Sterben in dem Sinn gibt. Weil in diesem Universum ist noch nie irgendwas gestorben. Leben ist ein Kreislauf. Es ist nichts Lineares, was da anfängt und da aufhört. Nein, das ist nicht. Natürlich kann man es so sehen, wenn man will. Keine Frage, man kann alles falsch sehen.
wenn man jetzt die Sonne sieht, wie es aufgeht, weißt du, was ist denn das? Na, das, schau, das, das ist schön. Was, schau, rot. Oh, jetzt wird's hell. Wo, das ist ja, das wäre warm. Schau, liegt, das ist super. Schau, wie die Arme brennt. Na, das ist super. Wo geht's jetzt hin? Was macht's? Was tut denn das? Was mache ich hinter der Berg? Da ist die Teppanrücke. Wieso tust du mir das? Schau, das ist schön. Alter, das scheint gerade woanders. Oder allein aus einem Samenkorn, ja, da entsteht eine Pflanze. Jetzt wächst die heran, ja, wir freuen uns und wow, die geht in die Blüte. Schau dir das an. Fah, das ist ja, wow, schau wie schön, wow. Und sie versamt, jo, genau, und sie verblüht. Und wieso, und aus dem Samenkorn kommt wieder eine Pflanze. Warum soll das bitte nicht mit dem Bewusstsein genauso sein? Das war ja eigentlich nur logisch, oder? Keine Ahnung, aber angeblich, ja, nur als kleine Vorbereitung auf das, was kommt, es gibt angeblich eine 12. Dimension. Können Sie sich das vorstellen? 12. Ja? Ich packe in der Früh nicht immer die 3., wenn man aus der Hafen muss. Ja? Die 12., ja, was da los ist. Ja? Oder vielleicht, wer weiß, vielleicht kommen wir ganz einfach wieder. Ah, geil. 2. Chance, okay. Oder 748. Chance, wenn wir es bis jetzt jedes Mal verschissen haben, oder? Wer weiß, vielleicht gibt es ein Paradies. Ja? Ein Garten. Und nicht so, aber da, habt ihr es gesehen? Ist das geil, schöner? Stell dir das vor, ja? Blaue, kräftige, männliche Wesen, ja? Weibliche Wesen mit solche und. Oder vielleicht irre, das ist ganz einfach nur aus.